Hallo und moin moin. Ja, Subnautica. Jo, hoffe, da kommt jemand heute und guckt zu. Oh, wir müssen was essen. Hier war was zu essen. Hoppa, Laternchen. So, gut, das geht schon mal. Ja, Schmatz, Schmatz. Ja, ich glaube, wir brauchen noch eine Knolle, aber die haben wir im Boot nur. Ja, wir hatten den Wärmereaktor. Und jetzt bauen wir den ab hier. Oh, gucke mal, wie sieht's mit. Ah, warte mal hier. Hallo, Andreas. Oh, ich tausche erstmal die Zellen. Wo ist mein Ding? Grüß dich. Schön, dass du gekommen bist. Okay, dann nehme ich den raus. So. Zack, ist das da getauscht? Ja, platsch, platsch. Genau, Max. Hi. Schön. Auch da. So, und den noch. Dann haben wir zwei. Warum sind die auf 78? Okay, zwei können wir aber schon mal hochbringen. Hinbringen. Nee, Moment, die wollten wir in den Schrank tun, ne? Ja. Genau. So, der und der. Und gut, das müsste in Ordnung sein. Ja, diese Geisterwesen hier immer. Uiuiui. So, dann reißen wir das Teil ab, weil das brauchen wir nicht mehr. So, was haben wir denn? Oh, so viel war das gar nicht. Okay. Und wir wollten auch suchen. Mal kristallines Uranit, das wird alles angezeigt jetzt. Magnetit. Titan, Sandsteinbrocken. Ja, da können wir aber ohne runtergehen, ne? Würde ich sagen. Das müssten wir eigentlich auch so kriegen. Hatten wir im Krebs noch was drin? Das überlege ich jetzt nämlich gerade. Im Krebs noch Material hatten. Ich glaube ja. Wo steht er denn? Wo steht er denn? Da. Ups, komm. Oh ja, da ist ja einiges. Das bringe ich mal ins Bötsche. Das bringe ich ins Bötsche. So, Moment, wo ist der Bug? Mein Bug ist nicht da. Ja, Sonntag. Entschuldigung. Was? Wie? Offline? Nix offline. Bin ich denn? Leiter hoch. Ach, Manno. Entschuldigung, Leute. Ich muss erstmal was essen, damit ich hier klaren Kopf kriege. Fürchterlich. Drei. Oh, oh, war schon zu viel. Bin ich satt? Bin ich satt? Ne, ich bin noch nicht satt. So, den esse ich noch. Jetzt stimmt es. Was haben wir da eigentlich drin? Ach, die Geräte. Hallo Heiko.
Dankeschön, Max, für die Gesundheit. Ja, oh, das ist wieder diese blöde Allergie. Histamin, wie auch immer. Jetzt muss ich mich gerade konzentrieren, Moment. Ich wollte die Sachen wegpacken, ne? Ja, unten. Jo. Moment, was hatten wir hier? Ah ja. Das passt schon mal. Ey, lass mal ein Boot in Ruhe, du dummes Vieh. Mano. Moderatau. Da haben wir sogar noch Silber. Okay. Gut, da haben wir nichts mehr, ne? Nee, okay. Da auch nicht. Was ist hier? Das war gemischt. Okay, die beiden Batterien. Okay, ich hatte einen Schrank, glaube ich, gemacht. Titan war voll, oder? Nee, war nicht voll. Ja, wir müssen mal gucken, da würde ich sagen. Pack nicht das ganze Titan weg, du wolltest ja noch ein paar Pflanzkübel setzen, ne? Oh ja, stimmt. Das war mal einer, ne? Was will der denn? Wieso will der jetzt... Was? Was? Wieso? Kein Sauerstoff. Mach, dass du rauskommst. Ja, ich... halt raus, nicht rein. Dummes Ding. Ja, ich bin ja schon weg hier. Oh, Mann, oh. Ja. Wir haben die Dinger noch nicht eingesetzt, ne? Wir brauchen unbedingt da drüben die Batterien. Wie sieht denn das aus? Die sind grün. Okay, das heißt, ich nehme die raus, schmeiß die noch mal rein. So. Ich denke, die war 100%. Hat er doch alles? Ach, der zeigt 79. Ja, ist egal jetzt. Mann, oh. Jetzt bin ich wieder völlig durcheinander. Im Krebs müssten wir aber auch Luft haben. Warum? Jetzt, ich will jetzt da drüben ja. Luft haben, damit wir das vernünftig... wenigstens eine Batterie für Luft. Wir packen jetzt eine wegen Luft rein. So, Moment, das war oben. Ich will auch Licht haben. Naja, müssen wir nicht unbedingt. Das ist ja hell genug, aber... Ich packe hier mal eine rein. 91. Ja, nehmen wir die 91. Also, so wenigstens Luft haben. Licht können wir ja ausschalten. Ja, das passt. So. Hier unten ist natürlich für euch dann immer dunkel, ne? Aber ich kann ja hier... So, Titan. Wir wollten Pflanzkübel bauen in der Basis, ne? Basis? Wollen wir wirklich noch Pflanzkübel in der Basis setzen? Mache ich damit... Guck mal, das war alles belegt. Ich glaube, hier hinten war in der Erze... Machen wir das hier rein. Eine Batterie, die behalte ich alle bei mir. Okay. Na, ob ich hier aus dieser Höhle rauskomme, wage ich sowieso zu bezweifeln. Komm, nimm die Lampe wieder. Ja, gut, mit deiner Hilfe wird das gehen. Nee, nichts essen. Du musst nichts. Geh mal raus da, du musst nichts raus. Immer krabbelst du im Essen rum. Okay, hier hatten wir noch was. Was war denn hier jetzt? Da ist eine Batterie noch drin. Wie sieht das denn mit den Batterien? Oh, die ist fast leer, ja. Ist voll, das ist fast voll und das ist auch voll. Konstruieren müssen wir im Moment nichts, ne? Taschenlampe. Also die Pflanzbeete? Ja, doch, stimmt. Dann nehme ich die Batterie nochmal mit rüber. So, die wollten wir ja drüben machen, ne? Damit wir immer was zu essen hier haben.
Genau. Jetzt wird's wieder heiß, 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 heiß. Ja, sag ich doch, heiß, heiß. Boah, ist das heiß da draußen. Warte mal, was? Wir haben doch hier oben schon zwei Stehen. Ja, das ist doch ein schöner Raum dafür. Genau, ich mache jetzt aber erstmal ein großer. Wo ist er denn? Zwei. Ein großer hat immer vier, aber ein großer, da renne ich immer gegen. Andererseits hier vielleicht noch so einer. Und hier könnten wir vielleicht so einen hinmachen. Obwohl ich die Runden lieber mag, aber das machen wir ruhig mal. Ist denn alles vom Bild und Ton her in Ordnung, Leute? Bitte sagt mir mal Bescheid, ja? Bescheid. Ich hole noch mal Früchte rüber. Ein paar Früchte wird da lang. So, schnell da raus. Rein. Okay. Pflanzen sind oben. Halt oben. So, was nehmen wir denn mit? Knolle am besten. Knolle. Platz? Genug. Ich würde sagen, wir setzen drei Knollen. Oder zwei Knollen. Vielleicht noch von den Kartoffeln und von diesen noch welche. Die musste ich wieder schnetzeln. Achso, jetzt habe ich gleich zwei. Na gut. Ist egal. Und den können wir auch setzen, ne? Ja, das passt doch. So. Davon zwei. Und zwei, drei, vier. Ja, das passt doch. Eins, zwei, drei. So, voll gefuttert. Zwei. Eine kann ich noch essen. Nee, eine muss gepflanzt werden. Samen kann ich gar nicht essen. Nein. Das sind die Fische, die da immer, diese Geisterfische, die den Krach machen. Alles supi. Ja, ist wunderbar. Schön. Danke. So. Moment. Nee, ich muss runter. Runter. So, ich nehme nochmal Titan mit. Zwei. Wie viel habe ich? Zwei, ne? Ja, nehmen wir nochmal zwei. So. Okay. Bist du? Okay, so. Aber wie viel haben wir denn? Ach, 100. Schön. Können wir gleich tauschen. So, und hier mache ich noch zwei kleine Kübelchen hin. Hier so in die Ecke. Den anderen noch daneben. So, dann haben wir jetzt hier. Da machen wir die Knolle hin. Die muss doch mal raus. Komm, mal raus. Du sollst da nicht rein. Wieso bist du eigentlich da drin? Ach, das ist chinesische. Nee, ich will den eigentlich wieder raus haben. Macht doch nicht. Na gut. Eins, zwei, drei. Ja, so. Hier können wir auch noch welche reinsetzen. Ja, stimmt nicht mit der Anzahl nicht so ganz. Aber ich denke, wenn wir drei Knollenbäume haben,
zwei Lampen kommen doch auch eine Weile mit aus. Eine Weile? Das ist Lebensvorrat. Ja, macht doch nichts, dann haben wir immer genug. Fehlt uns eigentlich nur noch das Wasser. Wasser fehlt. Gibt überhaupt. Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Haben wir ja die Knolle. Genau. So, wie sieht das aus? Die ist nicht voll. Dann tausche ich die nochmal. Gut, die nehme ich jetzt raus. So, dann haben wir noch 200 da. Im Grunde können wir unser Bötsche auch bestücken. Aber das kommt erstmal in den Schrank. Immer diese Garzustände. Puh. Moment, der war oben. Oben. Ja, ne? Nee, war nicht hier. Wie komme ich darauf? Hatte ich hier nicht einen Schrank gebaut irgendwo? Ja, da warst du ja eben dran, an dem Schrank. Wo sind denn die ganzen Dinger geblieben? Ach, die haben wir noch unten drin. Oh, die haben wir noch drin. In der Basis. Immer in die falsche Richtung. Oh, immer in die falsche Richtung. Ups, komm, lass das Ding los und geh rein, du. So, das war hier, ne? 2, 4. Das sind 4. Die nehme ich jetzt alle mit rüber. Die packen wir in den Schrank erstmal. Ich habe aber auch keine weiteren. Hatten wir drüben in der Aurora-Basis noch welche? Weißt du das zufällig? Aurora hatten nicht, aber Insel hatten wir, glaube ich, noch ein paar, ein oder zwei. Ach, das könnte sein, ja. Da könnte man die nämlich auch aufladen und mit in die hier reintun, vielleicht. Hoch. So. 3. Voll. Auch. So, da haben wir 6 volle. Die angebrochene da hinten. Guck mal, was du für ein Moonpool brauchst, also für den Hangar. Du meinst das Dock oder so? Ja. Warte mal, schau ich mal. Wo ist das? So ein Dock. Schmierstoff hätten wir. Titanbarren bräuchten wir 20 Stück Titan. Und was, da braucht man immer noch irgendwas für. Gucke ich gleich nochmal. Und Blei hatten wir aber schon 3 Stück irgendwo, meine ich. Ich gehe mal runter gucken. Weil dann wäre es vielleicht gar nicht so dumm, hier unten jetzt den Moonpool zu bauen. Also sprich das Dock. Ja. Und den Krebs mit dem Wurfarm auszustatten. Dass er dich da ein bisschen besser bewegt. Ach so. Ja, das wäre natürlich nicht verkehrt. Ja, das ist eine gute Idee. Und, Titan? Da müssen wir noch was holen. Ja, gut, wir haben ja da 3 oder 4 von den großen Titanenbrocken. Ja. Hier haben wir. Da haben wir auch. Drei. Ja, genau. Ja, 2 Stück. Die bräuchten wir auch, das passt. Ja, okay. Guck noch mal kurz, um sicher zu gehen, aber Schmierstoff haben wir auf jeden Fall und 2 Blei brauchen wir. Das passt ja. Ja, gut, dann müssen wir nur noch Titan holen. Oder warte mal, ich könnte doch das Titan, wir brauchen doch oben gar nicht so viel Schränke in der Basis. Ja, wieso, das ist, dann hast du jetzt schon in die Zyklop eingelagert. Jetzt das aus der Zyklop rausholen, rüberschwimmen zur Basis, machst doch direkt mit dem Ach, dann machen wir das mit dem Krebs. Genau. Gut, dann ab. Moment, ich werde gerade gekocht. Ich gehe nochmal in die Basis was essen.
Was hätte ich auch da? Gekochter Wanderer. Hört sich gut an. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so lecker schmeckt. So, noch schnell was essen. Ja, das ist gut. Noch eins, zwei kann ich noch verspeisen. Ja, es sind wieder drei geworden. Das ist der Nachtisch. So. Okay, das heißt, wir suchen jetzt Titan und gucken mal, was wir sonst noch finden. Ne? Moment. Ja, Schmierstoff habe ich dabei. Krebs, wo bist du? Komme. Sind wir noch unter der Basis. Ja. Der Warnkler, wo ist der? Moment, da ist der. Da war der andere. Dann hüpfen wir doch einfach mal geradeaus voraus da rein. Warum? Temperaturmäßig kann dem Krebs nichts was anhaben. Boah, ich gehe trotzdem nicht so gern dahin. Feigheit vor dem Feind, also nee. Ja. Was ist denn das? Oh, das Nickelerz. Gut, können wir auch gebrauchen. Irgendwann brauchen wir das. Alles einsame jetzt, ja. Was keine Beine. Guck mal, Gold brauchen wir im Moment aber nicht so viel, ne? Im Moment nicht, aber das wirst du noch brauchen. Also abbauen. Okay. Ups, bleib stehen. Nicht weglaufen. Hier wird gearbeitet. Ja, habe ich dann alle schon begrüßt heute. Heiko, Max, schön, dass du vorhin da warst. Und uns Bock sowieso. Und was denn? Mir fehlen ja noch Leute. Ja, zwei Stück. Ja, mindestens. Borstmaul und Chutney. Ja, Borstmaul hat vielleicht wieder Verpflichtung. Wahrscheinlich weiß ich das nicht so. Warte, ich gehe da mal ein bisschen näher ran. Das könnte. Oder er zockt noch immer Conan Last Exile. Conan Dick. Meinst du? Hast du gesehen, oder? Ich habe das zwar schon installiert, aber ich habe es noch nicht gespielt weiter. Bin ich noch nicht so. Als ich mit meiner Session aufgehört habe, habe ich mal so im Discord rumgeguckt, wer so alles da ist, und da stand dann Boss Maul spielt. Aha. Conan Exile. Ah, warte mal, hier ist noch was Schönes Grünes. Ja, ich werde mich da morgen mal ein bisschen drum. Oh, hier ist Magnetit. Morgen drum kümmern. Ich habe heute noch mal einen Fallout 76 Charakter erstellt. Und gucke mal, ob ich nicht den Level von Boss-Mods finde, hinbekomme. Da haben wir den noch schön gebaut, der Rennstrauß und ich. Aber toll gebaut, ja. Kristallines Uranit. Das brauchen wir bestimmt irgendwann, schätze ich. Scheint ja auch so was Besonderes. Oh, gleich so viel, das sehen wir wieder. Ja, nimm nicht zu viel jetzt nur von den Sachen mit, kümmere dich jetzt hauptsächlich mal um Titan. Ja. Ja, war lustig. Also hast du nachher im Inventar alles voll und Kofferraum voll und dann ist das dann, Ja, wir nehmen den Brocken hier noch mit. Dann haben wir, denke ich, auf jeden Fall erstmal genug. Ja, Max ist auch gekommen. Kann auch schon sein, dass sein Kofferraum voll ist. Meinst du? Ja, weil du nimmst nämlich nichts mehr auf. Oh, das ist nicht gut. Nein, nicht gut. Gut, muss mal raus. Ah, hier konnte ich nicht raus. Hier werde ich gegart. Oh, Jay, raus. So, und jetzt musst du da unten noch aufsammeln. Los. Manu. Komm her, das bin auch schon wieder voll. So. Ja, du sollst doch nicht saufen. Moment, das könnte ich glaube ich so nehmen. Jawohl. Was ist das? Titan?
Das sieht gut aus. Haha. Ja, Max, es wäre toll, wenn du irgendwann mal mit einem Mikro um die Ecke kämst. Das wird dich auch mit, dass wir auch sprechen können miteinander bei Vorlaut. Das wäre echt toll. Also, das hilft ungemein, sich zu verständigen. Es klappt zwar auch irgendwie so, aber befriedigend ist das nicht. Aber war schön, dass du gekommen bist. Da haben wir nämlich einen richtig tollen Platz gebaut. So, ich glaube, das war's schon, ne? Warte mal. 5. Ja, okay. Passt es? Passt es? Haben wir alle? Sieht gut aus, ne? Jo. Guck nochmal weiter. Was haben wir denn hier noch? Ein kleines Uranit. Noch ein kleines Uranit. Bin ich noch so ein Klops gewesen? So ein großer Titanklops. Was ist das? Pickelerz. Pickelerz, komm. So. Das war, glaube ich, wieder Uranit, ne? Ja. Scheint nichts zu sein. Ich meine, das wäre außerhalb der blauen Plörre gewesen. Ja, okay. Die zwei großen Brocken oder drei. Warte mal, hier ist noch Magnetit, den nehme ich nochmal mit. So. Was ist das? Lithium? Lass erstmal gut sein mit Lithium. Das ist auch Lithium. Titan ist wichtig, das ist auch Lithium. Ja, okay. Gut, dann ist das da hinten wahrscheinlich auch Lithium. Okay, dann gehe ich mal wieder zurück. Ja, ich suche die Brocken. Ich weiß nicht, ob die hier sind. Hier ist auf jeden Fall hier. Tiefenpilz, falls wir ihn brauchen. Ja, gut. Naja, aber brauchen wir aber nicht. Ja. Gucken mal. Ich meine, die wären ziemlich am Rand der Höhle gewesen, nicht so in der Mitte. Ah, nicht so nah an das Ding ran. Was haben wir denn hier? Blei nehmen wir nochmal mit. Ein Blei kann ich schaden. Da ist was. Ah, da sind die beiden Klöpse. Jo, sehr gut. Kriegst aber nicht alles mit, ne? Ja, können wir gleich noch holen, oder? Naja. Ja, das war's schon. Ich glaube, du bist voll. Ja, hier bin ich auch voll. Okay, dann gehe ich erstmal Richtung links. Ja, ich würde den Krebs da erstmal stehen lassen. Mir ist das zu heiß hier. Ne? Stell dich nicht so an, das sind 60 Grad, mein Gott. Bist du ein Mädchen oder was? Ja. Oh, guck mal hier. Noch einer. So, dann bringen wir die mal da oben hin. Halt, falsch. Oh. Ah, lass mich rein. Welcome aboard, Captain. All systems online. Okay. Nee, Moment, das war Gold. Das hatten wir hier. Da brauchst du eigentlich keine Ordnung zu halten. Ja, ich. Für meinen Kopf ist es besser. Da packe ich jetzt das Nickel rein.
Hier haben wir nur das drin. Das ist auch okay. Das waren Erze. Ah gut, hier habe ich Nickel, ne? Ist egal jetzt. So, und dann schmeißen wir den Rest jetzt hier rein. Und das brauchen wir. So. Dann hole ich den Rest nochmal aus dem Krebs. Krebs? Wo wollt ihr denn gebrauchen? Dreimal drüber geguckt, nicht und immer noch nicht gesehen. Der ist nicht rot genug. Kannst du ja im Moolpool ändern. So, da haben wir Titan, ein bisschen Blei. Okay. Gut. Ups, falsch. So. Stopp, zurück zum Krebs. Warum? Hab doch alles. Trotzdem. Hab doch alles. Einsteigen. Und jetzt? Einsteigen, nicht Kofferraum. Achso, Robert, nimm das Ding weg. Und ernten. Okay. Okay. Weil das Titan wegbringen an Bord der Zyklop bringt nichts, weil du musst es ja wieder rausholen, 20 Stück, um daraus Titanbarren zu machen, nicht wahr? Ja, das stimmt. Also bauen wir jetzt hier das Titan fertig ab, gehen zurück zur Basis und machen daraus die zwei Titanen. So. Haben wir alles? Haben wir alles? Nee, da ist er. Halt, bleib hier. Was ist los? Bau das Zeug ab. Was drin? Okay, scheint alles zu sein. Gut, wo war der andere Klops? Moment, wir hatten einen noch an der Seite irgendwo. Ich glaube da. Da ist noch ein Klops. An der Decke hängt auch noch. Ach ne, das ist auch ein Titan. Cool. Such mal den Angefangenen, den du da eben zurückgelassen hast. Ah, hier unten. Sieht so aus. Ja. Ich würde mich jetzt einmal zurück zur Basis machen. Okay. Du kommst auch nicht. Da stolperst du über den Filz, oder was? Hier. Ach, da liegt ein Stein. Moment. Silber.
Boing. Das ist der Eingang? Hä? Moment. Das müsste hier sein. Ja, genau, da ist er. So, jetzt gucke ich mal eben, was wir noch mitnehmen können. Nein, wo ist der Frachtraum? Bitte, bitte. So, jetzt hoch. Welcome aboard, Captain. So. Okay. Energie. 2, 3, 4, 10. Hä? Ja, ich gucke doch nur. Das erst reinräumen, um sie direkt wieder rauszuräumen? Ja. Okay. Bist du kompliziert? Ja, ich bin kompliziert. Ja, das weiß ich. Das gebe ich auch ganz so offen zu. So, jetzt nehme ich die wieder raus. Ist doch, geht doch schnell. So, ja, ich hab. Okay, ist ja gut. Ist ja alles klar. Aber wir brauchen doch immer noch was. Warte mal, wir brauchen doch immer. Ach, das war Lithium. Jetzt haben wir Lithium drüben im Boot. Wieso, du brauchst auch die Tarnbarren? Für den Moonpool. Okay. Ja, ja. Verstehe. Ja, ja, und. So, jetzt brauchst du noch 2 Blei. Also, ich muss sagen, ich kann Fallout 76 besser spielen als das hier. Okay. War gut, dass ich besser gespielt habe. So, jetzt muss ich 2 Blei holen. Aus der Zyklon. Ja, ich hol mal alles. Mir ist noch nicht klar, ob wir das jetzt alles mitnehmen wollen. Weil wir wollen hier jetzt was bauen, ne? Das ist mir klar. Aber wollen wir das hier mit zur Basis nehmen dann? Was wir überhaben? Was wir überhaben, nehmen wir dann nachher zur Basis mit. Ja, da macht es ja Sinn, das durchaus ins Boot zu tun nachher. Ja, nachher. Aber wir müssen ja auch noch das Material haben für Blei habe ich nicht. Ja, stimmt. Okay. Schnell. Auch hin. Ist uns gegart. Ja, ja, ja. Ups. Blei wollte ich holen, ne? Blei. Das war kein Blei, das war Gold. Auch nicht. Aber Nickel. Das ist nur die Dings. Okay, hier nicht. Da ist Blei. 2 braucht man, ne? 2. Ja. Meine ich jedenfalls. Okay. Was brauchen wir denn noch dafür? Oh. Nichts weiter. Für den Moonpool haben wir jetzt alles dabei. Ah ja, super. Dann können wir den ja bauen. Wir noch mal gucken. Ja. Okay. So, wo setzen wir den denn hin? Ich würde sagen, den können wir ruhig in Richtung Lebensbaum setzen, ne? Links vom Eingang würde ich den andocken. Hier so, meinst du? An dem Mehrzweckraum. Ja. Ah, nee, Moment, das sind die Schränke, ne? Ich überlege gerade, wer nicht das Mittelteil durch ein T-Stück ersetzen. Geht auch. Ja, dann könnten wir das direkt da dran setzen, wenn der hier so, wo ich jetzt hier bin. Ja, ja, das würde hinhauen. Das müsste doch gehen. Warte mal, 5 brauche ich so. Die nehme ich mal raus. So, jetzt bauen wir da ein T-Stück ein. Mal drehen, genau. Ja, passt. So, jetzt bauen wir Deutsch das Dock. Okay. Wie? Nochmal.
Nochmal, da war. Okay. Passt der Eingang? Das könnte. Ja, das passt. Musst du noch ein Rohr dazwischen, schnell. Ne? Genau. So. Jo, das hat funktioniert. Und du musst nochmal am T-Stück was machen. Du hast das wieder abgebaut zum Teil. Oh, ja. So, jetzt müsste es gut sein. Höhlenstärke bei plus 7,2. Wäre vielleicht gar nicht verkehrt, das noch zu verbessern, oder? Ja. Wir sind bei 900 Metern. Also, was brauchte ich für die Verstärkung? Das war irgendwas Besonderes. Warte. Lithium. Moment. Nein, Sattelhack. So, Lithium haben wir hier nicht. Wir haben hier gar nichts. Warte mal, habe ich denn Lithium da drin? Nee, ich habe nur Silber. Okay, einmal kurz rüber. Jetzt bin ich gegart. Ja. Immer Schock gegart. Und Lithium, Gold. Ich kann es mir nicht merken. Leute, ich kann es mir einfach nicht merken. Mir leid. Vielleicht sollte ich aufhören zu spielen. Wir haben doch aber Lithium gesammelt. Da ist Lithium, oder? Das ist Nickel, was wir haben. Wir haben kein Lithium, wir müssen Lithium holen. Du hast auch Lithium in irgendwelchen Schränken. Nee, Magnetit. Nee, wir haben kein Lithium. Wir haben tatsächlich keins. Pass auf, ich mach mal leer und wir holen mal einen Brocken Lithium. Also, du brauchst auch noch Titan, ne? Ja, dann holen wir beides noch. Holen wir noch mal beides. Und, weil wir hatten doch diesen Brocken mit dem Lithium gesehen. Ja, ja. So, hier hinten ist leer. Ist hier leer. Nein, jetzt nicht. Jetzt will ich nicht essen. Verflixt, immer muss ich essen. Mann. Oh. Guck mal, wird man ja krank von. Diese fremde Ernährung von einem fremden Planeten. Meine Güte. Was machen denn unsere Bäumche? Der sieht gut aus. Okay, Messer packe ich mal dahin. Ja. Vital signs stabilizing. Okay. 2, 3, 4. Hopp, hopp. Und noch ein. Komm. Zack. So, gleich wieder ein einpflanzen. Okay. Satt. Kugel rund. Ja, die Hitze scheint aber doch schon auch Auswirkungen zu haben. Weil meine Gesundheit ist ja nicht die beste, ne? Mit der Zeit klar. Hab ich denn gar keinen. Ich hab kein Medikit und nix, ne? Nö. Aber so, wenn du auf 100, über 100% Nahrung bist und trinken, heilst du automatisch. Aha, okay. Komm, Rainer. Wer ist Nickel? Ne, was war das? Lithium wollte ich mal holen. Ja. Das war da unten drin. Und ich meine da auch da hinten ein Stück. Na komm, runter hier. Ups, los. Vorwärts, nicht runter. Ich will nicht runter, ich will hoch. Was ist das denn? Ach nö, Oranit wollen wir jetzt nicht. Gucken wir, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Ich meine aber. Kommt hin. Wir waren auch irgendwo runtergegangen noch, oder? Nee, dahin ist es.
So, jetzt wird Lizza abgebaut. Wie viel passen immer in den Frachtraum? 15 oder 20 müssten reinpassen. Also zwei Blocks ganz ab. Ja, okay. Wenn er nichts anderes einsammelt. Ich glaube, dann nehmen wir den zweiten Block auch gleich mit. Klar. Dann brauchen wir ja eh immer wieder das Lithium. Ja? Alles drin? Ja, sieht gut aus. Ja. Nehmen wir den auch gleich mit. Da ist er was. Inventar voll. Ich will mal gucken eben. Moment. Wir könnten da hinten ist noch mal Lithium. Haben wir denn hier unten noch was? Nö, hier ist nichts. Braucht mir noch was anderes außer Lithium jetzt erstmal? Nee, ne? Dann würde ich Titan müssen wir da haben. Da ist nochmal Uranit. Okay, dann gehe ich noch mal wieder zurück. Guck mal. Nee, Moment. Ich packe erstmal um. Erstmal umpacken. Wäre gar nicht schlecht, wenn wir noch ein zweites Ding davon hätten. Wo sind das jetzt? 3, 4, 24 sogar. Oh, da haben wir richtig gut geerntet. 2, 4, 6 mal 4 sind 24. Cool. Ja, so. Mal umschauen. Ich glaube, wir müssen da lang. Komm. Du lauf. Warum läufst du mit? Ach, du stolperst über das. Was ist das? Ah, die passen da nicht rein. Da wären das ja 26 Stück gewesen. Da hinten müsste irgendwo, meine ich, noch Titan sein. Der Seite. Da hinten ist der Brocken. Sogar cool, guck mal, was wir da noch mitnehmen können. Ja, ich finde schon, dass die Programmierer, die das hier erstellt haben, auch gute Ideen haben, ne? Mit Bohrerarm und Krebs und so. Hab ich alles, oder? Das, ja, das sieht gut. Da haben die sich was einfallen lassen. Ja,
Boah, das habe ich so noch. Den wirst du aber nicht mehr abbauen können. Was denn? Den wirst du nicht mehr abbauen können. Aber ein Teil. Aber ich kann noch mal umpacken. Warte mal. Ich kann noch mal ein bisschen umpacken. Och, da ist noch ein bisschen Platz. Guck. Das nehme ich raus. So, und dann nehmen wir den Block auch noch mit. Sie alle? Sieht gut aus. Ja, oh, ich sehe nichts mehr. Cool. Dann haben wir, glaube ich, erstmal genug, ne? Jo. Und dock den Krebs im Mund. Ja. Warte mal, da ist sowas. Was ist das? Oh, Nickelerz nehmen wir noch mit. Auf Anhieb. So. Auf der Wand kannst du direkt schon in die Verstärkung einbauen. Hier meinst du? Also in dem Gang? Oder hier? Ja, direkt da, wo du vorstehst. Ja, okay, das mache ich. 5. So. Einmal. Ah ja, 14,2. Vielleicht doch noch eine, ne? Ja. Mal hier machen wir. Ja, da das. In dem Raum kannst du nichts. Nee, da mache ich hier. Mal hier hatte ich doch auch eine, oder nicht? Ach nee, das war im unteren Raum. Dann können wir doch da eine noch hinmachen. So, jetzt haben wir 21,2. Ich glaube, das reicht. Ja, jetzt gehen wir zurück zum Moonpool und gucken wir, was wir für Materialien brauchen für den Warp. Ach ne, wir müssen ja noch die Station bauen. Ja, erst. Genau. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo kommt die hin? Immer bei einem Steg, glaube ich. Nö, die kannst du auch hinten ans Ende machen. Ja? Ja. Aber, ja gut, macht nicht so wirklich Sinn, oder? Also wie gesagt, platzieren kannst du es an verschiedenen Positionen. Okay, schauen wir erstmal, was wir brauchen. Wie hieß das Ding nochmal? Fahrzeugmodifizierungsstation. Fahrzeug, das muss oben sein. Fahrzeug. Oh, wo bist du versteckt? Hm? Bin da schon drüber? Wo steckt das Ding wieder? Nein, nee, das ist der Zyklop. Da ist sie. Computership brauchen wir. Computership. Moment. Ein Chip. Ein Kupferdraht. Der Kupferdraht war silber, ne? Nein, zweimal Kupfer. War das Kupfer? Okay. Wo ist denn unsere Station? Kupfer muss aber erst aus der Zyklop holen. Ja, stimmt. Da. Okay, das war Gold, das müsste Kupfer sein. 2 Kupfer habe ich.
Dreimal Gold kannst du dir auch direkt nehmen. Drei Gold, ne? Ja. Mach mir nicht mein Schiff kaputt, du dummes Vieh. Eine Tischkorallenprobe. Ja, die war hier, meine ich, ja. Eine oder zwei? Das ist jetzt eine gute Frage. Warte mal, ich... Weil, also zweimal Silber brauchst du auch. Zweimal Silber auf jeden Fall, ne? Ja. Also, das haben wir noch nicht. Warte mal, hier war, glaube ich, noch Silber. Eins zumindest. Aber kein Silber? Ich meine, in den anderen Schränken muss man mal alle durchgucken. Irgendwo hat man noch Silber. Ja, warte mal, hier vielleicht Magnetit. Moment, was hast du da? Kabelsatz. Erweitert? Nee, nur der einfache. Aber... Weil ich meine, für den Computerchip bräuchte man nämlich einen Kabelsatz. Ja, warte mal, ich schau mal kurz. Da müsste er sein. Kupferdraht, nee, braucht man. Ja, Kupferdraht. Gold. Wird dann vergessert mit dem Silber. Ja, nee, Kupfererz. Silber brauchen wir nicht. Kupfer. Moment, wie viel Kupfer habe ich jetzt eingepackt? Zwei. Das heißt, wir könnten das auf jeden Fall erstmal den Draht machen. Du musst zweimal Draht haben, ne? Okay, dann, der war... Nee, ein weiter. Nee, ein weiter. Kupfer? Ja. So, ne? So, jetzt bin ich überfordert. Noch einen. Ja, warte, passt nicht. Pack mal hier ein paar Lithium raus. So. Zweimal Gold haben wir, dreimal Titan haben wir, dreimal. Und du brauchst noch eine zweite Tischkorallenprobe. Okay, die war hier hinten. So, dann haben wir zwei Tischkorallen. Dreimal, viermal Kupfer, dreimal Titan, dreimal Gold. Das Silber kann ich, glaube ich, hier lassen jetzt, ne? Das war, meine ich, nicht notwendig. Okay, gut, gehen wir erstmal hoch, würde ich sagen, und bauen was her. Puh. Mal diese Hitzewallung. Okay, was können wir denn jetzt machen? Wir haben den... Kabelsatz haben wir ja. Moment, Kabelsatz habe ich mitgenommen, oder? Nein, habe ich das nicht. Den braucht man ja nicht. Du gehst jetzt an die Station und machst jetzt einmal zwei Kupferdrähte. Zwei Kupfer, okay. Genau. So, zweimal, ne? Ja. Gut. Okay, das haben wir. So, und jetzt den Computerchip? Ja. Okay, und jetzt können wir hier, jetzt muss ich gucken, jetzt blicke ich gar nichts. Wir wollen ja diese Station bauen. Wo ist sie denn jetzt wieder? Ich habe die doch eben noch gehabt. Mann. Warte. Ah, wir haben alles. Ja, cool. Jo. Cool. So, und hoch, hoch, da hoch. Ich würde sagen, da lang und scharf rechts. So, wo das Ding mal hin? Ach, ich pack das hier hin. Mal gucken, 5. So, Computer. Da ist sie. Oh, Gott sei Dank geschafft. So, jetzt haben wir die. Und da brauche ich noch Lithium, wenn ich das machen will. Nee, Titan. Quatsch, ja, Titan meine ich. Wäre nicht schlecht, glaube ich, für dieses Gerät.
würde das rausnehmen und ins Boot bringen. Nee, ja doch. Titan müssen sie aber jetzt noch im Kofferraum haben. Ja. Meine ich auch. Haben wir ja, warte mal, ich muss mal da reinhüpfen. So, komm. Nein. Komm. Oh Mann, oh. Hoch, 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 hoch. Ja, hoch. Und. Das klappt nicht. Muss das Ding echt absacken lassen, ne? Bleib oben. Lässt mich da nicht ran. Okay, also einsteigen. Das geht auch nicht. Moment. Ist ja blöd. Okay, so. Nee, raus, raus. Ein bisschen den Kram da hinten mal rausholen. So. Okay, das reicht nicht. Halt Schiff. Nein. Moonpool. Warum? Kofferraum? Ah, Kofferraum. Kofferraum. Oh ja. Kannst direkt zwei Stück machen. Zwei? Ja. Ach ja, wir konnten drei bei dem Krebs reinsetzen, ne? Ja, aber wir brauchen ja noch einen Modulplatz so frei. Ja. Welcome aboard, Captain. Moment, wo ist die Klappe? Da. Nee. Doch. Da und da. Wo sind die denn jetzt? Der ist nur doppelt so groß. Dreimal. Oder dreimal? 2, 4, 6, 2, 4, 6. 6 mal 6 sind 36. Naja, gut. Komm, das da rein tun. Das ist das voll und das ist leer. Wunderbar. Achso, halt, falsche Richtung. Wir wollten. Willst du nicht erstmal gucken, was du für den Arm brauchst? Ach, ich muss mir das aufschreiben. Ich vergesse immer. Der Arm. Du solltest aber erstmal, bevor du schreibst, dich aus der Kiste da aus. Ja. Uiuiui. Das ist scheiße. Ja, Moment. So rum. Das war der. Moment, wo ist er? Der Arm. Warte mal hier. Nee. Noch ein Stückchen hoch, du warst schon fast da. Da. Den Wurfarm meinst du, ne? Jo. Da braucht man doch das Benzol. Und einen erweiterten Kabelsatz. Der erweiterte bestand aus. Und habe ich gleich Computerchip und Kabelsatz. Die müssten wir doch eigentlich noch haben. Oder haben wir die jetzt verbraten? Nee, den Kabelsatz haben wir noch. Der ist noch an Bord, der. Und das andere hatte ich gesagt, war. Benzol. Benzol. Das müsste auch drüben sein, meine ich. Ich gucke zur Sicherheit nochmal eben, aber. Meine, wir haben alles drüben. Hier war nichts mehr. Hier ist auch nichts. Ah, hier liegt ja auch noch was drin. Wickelerz. Okay, ich mach die jetzt mal weg hier. Bau die doch ab. Passt nicht mehr in Dings rein. Stimmt. Den mache ich auch kurz weg. So, der kann auch ohne. Und da ist noch was drin. Okay. Gut. Wir holen jetzt
Was brauchten wir? Den Chip haben wir. Immer noch den Kabelsatz. Den Kabelsatz, genau. Den meine ich, mich zu erinnern. Nimm mal das Ding in die Hand hier. Beeil dich. Hi, Schatni. Schön, dass du da bist. So, der Kabelsatz war hinten. Nein. Da ist er. Okay. Dann packe ich jetzt, das nehmen wir ja eh mit, das Nickel, ne? Das brauchen wir ja jetzt nicht alles. Jo. So, dann packe ich das da rein. Warte mal, dann kann ich den Kabelsatz, habe ich den draußen? Nein, da ist er. Kann noch einer dazu. War das andere Gold? Denk dran, Gold brauchst du auch noch, ne? Brauchen wir noch so viel? Ja, so viel nicht, ich glaube zwei Stück. Zwei oder drei Stück. Ja, okay, habe ich jetzt hier bei mir. Ja, genau. Zwei Gold habe ich, Kabelsatz habe ich und den Computerchip. Dann zwei Tischkorallenproben. Ja. Zweimal. Kupfer, ne? Kupfer. Zweimal Kupfer, für Kupferdraht draus zu machen. Ja. Ah, hier ist das Benzol. So. Moment, Kupfer war schon mal davor. Ich meine hier. Ja. Okay, hier hatte ich. Lithium brauchten wir jetzt drei Lithium. Nö. Das kann ich auch rausschmeißen. Dann lasse ich die jetzt erstmal hier. So. Hier haben wir noch Gold. Gold haben wir. Moment, so viel Gold brauchen wir aber nicht. Drei braucht man, ne? Ja. Okay, der ist voll. Dann lasse ich mal die drei noch hier. Okay, und das Titan brauchen wir auch nicht so viele. Was ist denn da drin? Silbererz. Schmeißen wir das so hin. Wie viel Titan, weißt du das noch? Nee, leider jetzt nicht mehr. Na, da bin ich ja beruhigt. Der Wurfarm waren, glaube ich, 3 oder 5. Moment. Hey, wo ist er denn jetzt? Der Wurfarm. Der Wurfarm. Lithium. Ah, da haben wir 5. Ein Lithium brauchen wir, okay. Ja, gut. Das haben wir ja. Das ist ja. Warte mal, wie viel? Ach, das Silbererz, okay. Ja, jetzt halt den Mund. Ich will jetzt hier arbeiten. Und über diese Störung. Silbererz kommt da rein. So, hab ich jetzt alles. Kabelsatz? Theoretisch, ja. 3 Gold, 1 Lithium und 2 Kupfererz und 5 Dings. So, jetzt muss ich erst wieder in die Basis. Moment. Okay, pack das Ding weg. Stopp, zurück. Was, wie? Erst an den Konstruktor. Ich muss erst essen. Hat noch Zeit. Ja gut. Außerdem ist das Inventar ziemlich voll. Ja, stimmt. Kupferdraht. Gut, dann haben wir ein Kupferdraht. So, und jetzt machst du den Computerchip. Den Chip. Auch, genau. So, und jetzt kannst du den Arm machen. Den erweiterten brauchen wir noch, ne? Kabelsatz meine ich. Gute Frage. Moment, schau nochmal. Bist schon zu hoch. Ja, Moment. Okay. Du bist schon dreimal dran vorbei. Hoch. Was? Noch ein Stück hoch. Ah ne, runter. Weiter, weiter, weiter. Stopp! Über den Computerchip.
Symbol. Das äußerst linke. Ja, wir brauchen den erweiterten. Ja. Okay. Ja. Dann mache ich den nochmal schnell. War meine Gedanke ja doch richtig. Okay. Jetzt müssen wir aber alles haben, ne? Ja. Und den bauen wir im Boot, glaube ich. Im U-Boot, ne? Ich muss aber erst. Ja, im Hangar. Ja. Ich muss erst was essen jetzt. Moment. Sonst falle ich hier gleich tot auf. 4. 2, 3, 4. Vital signs stabilizing. 4. Okay, hau ich den ganz weg. Gut. Okay, so müsste es gut sein. So, jetzt ab und den Arm bauen. Bitte. Der Krebs. Wurfhaken. So, Gott sei Dank, geschafft. Ups, bleib hier. So. Dann ist der auf der linken Seite. Gut. Krebs vollständig ausgestattet. Können wir wieder einhängen, glaube ich, ne? Ja. Ja, oder mit da jetzt ernten gehen. Die Frage ist, ob wir noch ernten wollen. Natürlich, wir wollen immer ernten. Da ist noch ein Brocken. Was haben wir denn da Schönes? Titan. Während du jetzt ernst bist, hol ich mir mal schnell einen Kaffee. Ja, ist gut. Nur mir fällt kein Stück Titan auf den Kopf. Krieg ich den Krebs kaputt. Okay. Ja, na komm, komm, das sehen wir noch mit. Okay. Jo, sieht gut aus. So, wo ist, da ist das Boot, da ist der Lebensbaum, da brauchen wir nicht mehr hin. Da hinten waren wir, glaube ich, noch nicht. Aber wir gehen nochmal in die, ups, latschen wir hier unten rum. Was ist das? Das ist Uranit. Oh, hier ist ja noch Lithium. Komme ich da nicht ran besser? Moment. Ach, eine Sache habe ich vergessen. Nicht wieder die Base schrotten, während ich mit den Gappeln mache, ne? Ich habe schon geunkt, dass ich mir jetzt ein Stück Titan auf den Kopf fällt und ich den Krebs dabei schrotte. ja. Hab noch einen Brocken Lithium gefunden. Ich denke, den nehmen wir mit. Nur erstmal wieder raus. So. Sieht gut aus. Jawohl, haben wir. Oh Mann, ihr unten mal alle so. Oh, ich komme nicht aus dem Baum raus. Und so jetzt. Okay. Ich suche
gerade, warte mal, hier unten waren doch aber auch noch Sachen. Nee, da nicht. Ich denke, wenn, dann nehmen wir noch ein bisschen Titan mit, oder? Uranit können wir immer noch holen. Lassen wir mal links liegen. Das lassen wir rechts liegen. Das lassen wir auch links liegen. Nur noch ein bisschen Titan haben. Oder Lithium. Aber dann haben wir echt mehr Lithium, als wir brauchen. Moment, das ist auch Lithium, ne? Ja. Was ist das? Auch Lithium? Ja, also Lithium haben wir hier genug. Gut, ich gehe mal hier weiter. Was ist das Schönes? Das hat Titan, ha? Gut, klemm dich mal fest, komm. So. Was ist denn das? Das ist doch nichts? Das ist nichts. Und, was hast du alles wieder kaputt gemacht? Ja, ich bin schon dabei. Das geht ja irgendwie nicht. Na gut, dann nehme ich das hier noch mit. Dann haben wir ein bisschen Titan noch und Lithium vor allen Dingen. Aber ich habe noch mindestens 2 oder 3 Brocken Lithium gefunden, meine eben. Und so viel kann ich gar nicht abbauen. Also wir werden hier mit Sicherheit nochmal herkommen müssen. Aufheben, ne? Natürlich, nö. Das ist natürlich blöd. Musst du dein Inventar leer machen, alles in den Kofferraum reinräumen und dann von Hand. Okay, die beiden werde ich jetzt noch von Hand da rein tun. Moment, so. Was bist du? Ach, du bist Nickel. Nickel war auch immer nur ein groß einer, ne? Ein Platz. Ja. Was ist denn der andere? War der nicht hier? Nee, das war Lithium. Naja, weil das 6 Sekunden verzögert ist. Aber ich kann das so nicht mehr aufnehmen. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so wirklich. Obwohl wir das ja brauchen. Gut, dann muss ich mal gucken, wie ich das handle hier. Na, was haben wir da?
Das sieht nach... Oh, da ist ein Rubin. Das ist nur Lithium. Ich will jetzt kein Lithium. Aber den möchte ich noch mitnehmen. Kann ich nicht. Komm mal rauf. Pack ich das wieder zurück. So. Ups, aua. Ich kenne mal das kristalline. Das da? Nee, das kristalline Uranium. Und das war scannen, nicht bauen. Ja, und ach nee, ist auf 1, 2. Ach, geh doch mal weg. 1 habe ich gesagt. Kannst du dich hören? Lass sie nicht scannen. Du musst so einen kleinen Brocken scannen. Nein, scannen habe ich gesagt. Manu. Ich weiß gar nicht, ob das geht so. Ah, jetzt. Biologische Daten. Okay. So, einmal da rein. So, dann machst du dich jetzt mal leer und dann gehen wir mal ein bisschen auf Erkundung. Das haben sie aus Avatar geklaut mit dem aber mit dem Lebensbaum. Okay, warte mal, ich könnte eigentlich hier stehen bleiben. Das nehmen wir ja eh alles mit, ne? Ja. Gut. Ich würde auch der Zyklop noch ein paar Schränke bauen. Ja. Okay, ich will mal gucken, wie die Batterien sind. Ob die eine noch Energie hat. Dann könnte ich das Licht anmachen. Oh ja. 91? War das nicht vorher weniger? Mache ich jetzt mal kurz ein bisschen Licht. Okay, Schränke können wir unten, glaube ich, noch ein paar bauen. Hier ist noch ein bisschen Platz. Das sind die Schränke. Okay. Passt da noch einer? Nee, da passt keiner mehr. Aber hier kann noch welche draufsetzen. Was? Was ist los? Oh, du blöder Fisch, lass mich in Ruhe. Alles gut, Mensch. Schreck mich hier zu Tode. Ich geh mal Titan holen. Wenn ich weiß, wo mein Dings steht da. Ups, Moment, nicht so weit. Warum krieg ich den leer oder krieg ich den nicht leer? Nein, ich krieg ihn nicht leer. Ups, schnell, schnell, schnell. So, einen machen wir noch fertig. Habe ich leider keinen hingekriegt. Vielleicht kann ich den ja, fertig machen. Den nochmal ab. Nein, lass das doch mal. So. Fertig.
die Nummer weg. Was ist jetzt schon wieder los? Oh. Der ist voll, Leute. So. Den weg. So, jetzt neu. Bisschen näher, bisschen näher. Ich hoffe, der andere passt da noch hin. Ja, jetzt geht's. Super. Okay, so, jetzt haben wir aber genug Schränke, denke ich. Okay. Titan kommt hier rein. Lithium hatten wir hier, meine ich. Das ist Quarz, ich nehme das mal raus. Nickelerz kann hier bleiben. So. Dann packe ich jetzt hier Lithium rein. Okay. Uranit hatte ich. Ja. Da ist nichts. Dann packen wir jetzt hier Uranit rein. Hier habe ich auch Uranit. Da, ne? Ja. Uranit. So, was haben wir hier noch? Rubine. Magnetit und nochmal Nickel. Magnetit. Okay. Ups, komm, weiter. Nickelerz. Magnetit. Rubin. Blei haben wir noch keinen. Und es ist Blei. Den raus, die auch raus. Nickel. Nee, Lithium. Lithium. Rubin. Rubin. Noch ein Magnetit. Ich glaube, da haben wir noch nicht so viele von. Die sind auch nicht in großen Brocken zu kriegen, oder doch? Doch. Auch? Gut, dann lasse ich die mal. Uranit hatte ich hier, meine ich. Nee, der ist noch leer. Okay. Ich hab dir jetzt den Uranit hingeschmissen. Ich hänge da immer fest irgendwie. Da ist es. Okay, auch gleich einen Namen drauf. Ja. Uranit. So. Da war jetzt, das ist Nickel. Nee, ich wollte den Namen haben. Den Namen bitte. Nickel. So. Und hier haben wir noch nichts. Das ist blöd, dass wir das da nicht draufschreiben können. Rubin, Blei, Lithium. Hier haben wir auch schon Lithium. Ja, okay, das passt. Dann lassen wir das so. Da haben wir, glaube ich, noch mehr unten drin. Lithium. Hier müsste Titan drin sein. Die Diamanten schmeißen wir jetzt hier irgendwo rein. Das war Gold. Das ist Kupfer. Moment, hier ist gemischt. Okay, das ist auch Gold. Nickel hatte ich extra, ne? Quarz. Noch Quarz hier? Nein. Nein. Das lassen wir so. Das lassen wir auch. Diamanten. Nickel. Nickel hatte ich hier irgendwo, ne? Hä? Können wir die Diamanten erstmal reintun. Hätte doch aber hier irgendwo. Nickel, da ist es doch. So, Nickel.
Silber, Silber. Packe ich hier erstmal mit rein. Davon haben wir nicht so viel. Gibt's da eigentlich auch große Brocken? Ja. Auch. Also von allen Erzen offensichtlich, ne? Richtig. Gut, warte mal, was hatte ich hier jetzt gemacht? Gar nichts. Hatte hier. Kupfer, Kupfer. Kupfer war hier vorne. Nee, das war Gold. Kupfer, hast du den Schrank leer gemacht? Ach so, ja, stimmt. Warte mal, hier hinten könnten wir Kupfer hinmachen, dann. Machen wir Kupfer extra. So. Lithium. Lithium war hier. Der war auch noch nicht voll. Gut. Da habe ich mich verschrieben. Nee. Auf. Ja, doch. Ein U hat gefehlt. Das U. So. Dann haben wir das schon mal ein bisschen sortiert. Jetzt hole ich. Bleib da! War da nicht noch mehr drin? Doch, aber erstmal Happe Happe machen. Achso, Happe-Happe machen, okay. Oh ja, gut. Bitte, bitte, bitte. 1, 2, 3, 4. Ja, noch 3 Stück. 2, 3. Soll eigentlich reichen. Ja, sehr gut. Okay, aber jetzt hole ich den Rest. Aus dem Krebs. Moment, ich. Oh, Mann, oh. Ich hab doch keine Orientierung, wenn ich aus dem Ding komme. Ups, so. Jetzt haben wir denn noch 3 Lithium haben wir noch. Okay, wieder zurück. Okay, Lithium hatte ich hier. Der war voll, ne? Nee, der ist auch nicht voll, Moment. Egal, wir haben trotzdem mehr als 1,5 Schränke. Okay. Das sieht gut aus. Was bauen wollten wir ja nichts mehr? Ne, wir gehen jetzt ein bisschen spazieren. Wir latschen mit Krebs durch hier gegen, meinst du? Ja. Hast du eine bestimmte Richtung vor? Ja. Okay. Licht aus. Ja, genau. Jetzt ist die Batterie wieder leer. Hopp. Muss ich noch Wasser mitnehmen? Warte mal. Nee, Wasser habe ich nur eins. Okay, ich hoffe, das reicht. Diese Richtung, Marsch. Diese Richtung? Okay. Ja. Kannst auch den Wurfarm einsetzen. Ja. Ich weiß. Bist ein bisschen flotter voran. Ja, warte, ich muss testen. Ich muss testen, wie ich das hinkriege. So, jetzt. Nee. Vielleicht mal ein Dot. Jo. Ja. Okay. Suchst du was Bestimmtes? Ja. Ich weiß schon, was du machen willst. Dich umbringen, wie immer. Ja, natürlich, war doch klar. Upp, das war zu weit weg. Komm, nimm den ab. Oh, auba, auf meine Beine. Das war eher der Bauch. Der Dicke. Der Dicke, okay. Und da runter. Oh, du wirst so, dass ich da reinfalle. Ui, wo geht's denn da hin? Abwärts. Ich will eigentlich mich verankern, so dass ich sehen kann, was hier los ist.
Nix ist los. Ich will nur sehen, wo wir hingehen. Da ist doch ein Dings. Rein in die Plarre? Ja. Boing. Oh, hier ist nichts. Doch, oh, hier haben wir noch Magnetit. Das nehme ich mit. Ach man, da muss ich ja jetzt mal aussteigen. Das finde ich doof. Kannst auch mal scannen. Ja, jetzt ist es zu spät. Warte mal. Ja, rausschmeißen. Nee, warte mal, scannen. Hier scheint einer zu sein. Jo, dann scannen wir den. So. Na komm, jawoll. Und mit dem Uranit hatten wir ja schon, ne? Gescannt, meine ich. Ja. Und warte mal, den Rubin noch mal scannen, oder? Wenn wir den noch nicht gescannt. Nö, den haben wir schon. Was, da ist wieder einer gleich gegangen, oder was? Was ist denn das jetzt da immer? Okay, ich gehe mal weiter, ne? Andere Richtung. Was, da lang? Ja, ja. Wir wollen ja nicht schon wieder nach Hause. Nicht? Och, Mano. Ich geh mal weg, Fisch. Man sieht ja gar nichts. Denk dran, da geht's nach Hause. Da wollen wir... Ja, ja. Wollte nur ein Foto machen. Okay. Seid ihr gegönnt. Okay, wir müssen mal gucken, wer jetzt hier hochkommt. Da wollen wir hin, ne? Ah ja, ist auch eh eine Decke, also bringt da 6. Bleibt der hier hängen, wenn ich den hier hänge? Bis ich ihn löse? Ja. Könnte ich nämlich den nochmal holen. Cool. Bleibt der echt da stehen. Waren wir da jetzt drin in dem, oder? Ja. Okay. Geh mal da rüber. Warte mal, da unten ist was Helles. Ah, das mit dem Sprungtriebwerk ist schon gut. Ach, das sind die... Ah, da ist ein Dings. Okay. Den hole ich mir auch. So. Halt. Komm, rein da. Die Richtung. Da lang. Nee, da lang. Und da bist du gerade gekommen. Ja. Warte mal, hier Licht. Ist noch was? Hier ist noch was. Hier ist noch was. Schon wieder in diese Richtung. Da, ne? Da lang. Da? Nee, da lang. Da, aus dem Blauen bist du gerade gekommen. Und da müssen wir da hoch. Dann gehen wir in die Richtung zurück. Unseren... Ja, aber du gehst jetzt hart rechts, wenn du oben bist. Aha, okay. Weil irgendwo hier geht's zum Lava-Biom. Aha. Ich hab mir sowas schon gedacht. Und was ist das? Das ist Nickel, glaube ich. Jo. So, weiter. Müssen wir da mit dem Krebs rein? Der Drohne wäre ziemlich schlecht. Und mit dem U-Boot kommen wir nicht da rein, oder? Doch. Aber nicht wieder raus. Doch, auch.
Oh, da ist noch was zum Mitnehmen. Wollen wir mitnehmen? Mitnehmen, ne? Warum nicht? Wenn wir schon hier sind, können wir auch nochmal einen Brocken mitnehmen. Hallo Kreiselpumpe, grüß dich. Schön, dass du gekommen bist. Freue mich, dass du da bist. Ja, wir spielen heute Subnautica und dann spielen wir auch noch immer wieder mal im Team. Alle zwei Tage, das kann ich ja schon mal sagen. Mit dem Heiko und ein paar anderen, die hier auch so im Dingsbums sind. Und Fallout 76 im Team. Also, ja, das Wort ist richtig. Ja, ja. Oh, da ist noch einer. Oh, den hole ich mir. So, das machen wir immer so alle zwei Tage. Da eine Woche ja keine 8 Tage hat, sondern oder 6, sondern nur 7, wechselt das Ganze dann immer ein bisschen. Oh, da ist ein Brocken. Moment, den muss ich mir mal anschauen. Ja, und heute ist dann Subnautica dran. Und das auch alle zwei Tage. Im Wechsel dann mit Fallout 76. Da waren wir schon mal. Haben wir ja, trotzdem nochmal runter. Haben wir uns verlaufen, wa? Bäh. Einfach absacken lassen, ohne zu zünden. Stopp, umdrehen. Jetzt runter. Nochmal. Ja. Möchtest du, dass ich sterbe? Ja. Dahinter vielleicht? Muss ich dahinter diesen Vorhang? Ja, gehen wir runter. Schau mal, wo wir da landen. Genau, hier waren wir, glaube ich, schon. Ah, das hört sich nicht gut an. Dann sind wir da richtig. Hört sich gar nicht gut an. Gut, ich will hier den Stein noch mal kurz einklopfen. Das war gar keine gute Idee, hier zu klopfen. Ich war ganz schön wieder da rein. Also, ich bin auf jeden Fall, wie du siehst, richtig. Da soll ich rein. Ja. Hallo Borstenmaul, da bist du ja. Hab dich schon vermisst. Und ich kann da auch ungefährlich runter. Oh oh. Ja, relativ. Muss auf die Tiefe achten. Okay, wir sind bei 1000 Meter. Das könnte noch klappen da, ne? Aber kann ich da unten wirklich rumlaufen? Ja, klar. Ja. Nur mit dem Aussteigen solltest du vielleicht bisschen aufpassen. Ja, okay. Bei Wort in Gottes Gehörgang, du. Und mit dem Krebs nicht unbedingt in die Lava rein. Ja, okay. Sollte eigentlich auch logisch sein, oder? Eigentlich schon. Also aussteigen kann ich jetzt nicht. Jetzt fehlt mir natürlich dann der Arm. Aber der Wurfarm... Warte mal, ich kann das nicht anbohren, ne? Doch. Das ist Lithium, das würde ich gerne mitnehmen. Du kannst ja aussteigen. Du Du kannst aussteigen, nur du sollst nicht stundenlang da draußen rumplanen. Da bin ich aber gegart, oder? Wieso? Wir sind bei 50 Grad. Wo siehst du das? Oh, da. Guck mal beim Krebs über der Energieanzeige. Ja, schon gesehen. Okay. So, da hinten wäre unsere Seemotte. Da ist dann der Rest. Wollen wir da mal lang gehen? Oder wollen wir noch tiefer marschieren? Spazier mal einfach rum. Vielleicht findest du ja was interessant. Warte mal, ich will mal gucken, ob ich darüber komme. Ich gehe mal darüber. Oh, da ist ein. Da ist doch was, was ich ja noch nicht kenne, oder? Kupfer. Das nehmen wir mit.
Jo, Kupfer kann man brauchen. Ich hoffe nur, wir haben genug Platz im Raum, im Frachtraum. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Also bis jetzt sammelst du noch auf. Ja, ne? Ja, okay. 6. Ja, sieht gut aus. Komm, den auch noch. So. Wir nehmen den ganzen Brock mit. Okay, scheint, ah ja, wunderbar. Ich meine, aber überlegen. Kann ich kurz aussteigen? 50 Grad, ne? Ich will nur gucken, wie viel im... 51 Grad, ja. Wie viel im Kofferraum ist. Ja. Ja, also einen Brock kriegst du noch. Ja, wir nehmen das schnell über, dann... So, das müsste reichen. Und wieder rein. Das ist ganz schön heiß da drin. Draußen. Oh, da ist so einer. Was ist das Ding? Der ist zu klein, glaube ich. Was ist das? Hilfe! Den musst du abmachen. Das muss ich raus und den abschneiden? Ja, weil der lutscht dir die Energie leer. Okay. Womit? Messer. Oh Mann. Der hat uns echt viel Energie weggenommen. Habe ich denn noch... Ich habe keine mitgenommen, ne? Was? Na, Energiezellen. Ach so, nee, die hast du nicht mitgenommen. Ja, ich kann ja nicht ahnen, dass ich hier so Energiezellen brauche. Weil die bösen Fische nicht hier sind. Ach nö, der ist jetzt auch schon wieder da. War das der Weg? Nee, da sind wir hergekommen. Da haben wir es verlangt, ne? Ja, du kannst hoch oder runter. Das bleibt dir überlassen. Ja, der lutscht die Energie aus. Ja, ja, nicht so nicht, was du wieder denkst. Oh, warte mal. Ich glaube, wir müssen da lang. Oder? Ich komme hier gar nicht weiter, wie es aussieht. Und dieser Böse da, der macht doch wieder Ärger. Ja, das war doch klar, dass ich jetzt wieder Ärger habe. Nicht spielen, ab zurück zum Krebs. Ich weiß noch nicht, wo der ist, Mensch. Wo ist denn der? Ach, da oben. Oh. Boah. Ich hau jetzt ab hier, ich will jetzt hier weg. Nein, nicht in die Lava! Verdammt, bist du wahnsinnig! Komm hoch hier! Scheiß Triebwerk geht nicht mehr! Und erstmal auftanken! So, und jetzt hoch! Los! Da bist du doch gleich da drin! Pass auf, dass du hier wegkommst! Oh! Gerettet! Meine Güte. Da käme man auch nach oben weg, aber ich möchte jetzt hier zurück. Du rennst gerade im Kreis rum, nur mal so zur Information. Ja, okay. Dann sag mir doch mal, was ist denn das da? Warum plappert das da immer zwischen? Ach so. Ja, Leute, das ist unser... Einmal nach... Ich gehe jetzt mal hier lang, aber da ist der Böse. Du sollst ja auch dich nach rechts drehen. Moment, so. Stopp. Ja, okay. Jetzt drehst du dich mal 90 Grad nach links. Nach links. Da ist eine Wand. So, ja. Und da hoch. Da hoch, okay. Komm, halt fest. Schön festhalten. Ja, nein, ich habe gesagt festhalten. So, jetzt hoch. Hoch, ja, hoch.
Ja, super. Das ist doch schon mal gut. Okay, da können wir... Kurz vor Schnaufen. Ja. Das Steinchen vielleicht mitnehmen? Guck mal auf deine Lebensanzeige. Oh Mann, ey, ich bin ja tot. Das schaffe ich doch nie. Ja, weil der schon wieder hinter mir her ist. Ja, du musst es ja auch unbedingt mit dem knuddeln. Bin ich denn überhaupt auf dem richtigen Weg jetzt? Ja. Siehst du da den Wasserfall vor dir? Ja, da müssen wir hin, ne? Da müssen wir hin und hoch. Ja, okay. Bleib oben. Da, warte, da. Ah, der war zu kurz. Nicht hier runter sacken. Geh da hoch. Jo. So, das finde ich zu weit. Oh, Mann, bleib doch mal hier. Der ist aber auch schwer zu steuern im Wasser. So, ich bin jetzt sowieso gleich tot. Aber ich bin... Wer sagt das? Ich sag das, weil ich guck doch mal, mein Herz bubbert wie ganz verrückt. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Warte mal da, ne? Die Stab umdrehen. Oh, was? Und jetzt? Links die Wasserfälle. Das ist dein Orientierungspunkt. Die hoch. Ach, da müssen wir hoch, ne? Genau, warte mal, ich geh mal darüber. Los, das, ah, bleib doch hier oben. Komm hoch, geh. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit hier. Ach, daneben. Ach, auch daneben. Ich muss hier hoch. Hat. Hoch. Ja, super. Oh, ich krieg den immer nicht zu fassen. So, jetzt ist es nah genug. Da müssen wir hin, ne? Links um die Wand rum. Da? Ja. Okay. Ah, da ist der Baum, ja. Okay, los, lauf. Dann ist der wenigstens in der Nähe. Knatscht natürlich wieder gegen die Wand. War im Boot jetzt eigentlich Luft? Ja. Okay, dann tauche ich jetzt auf, auf dass ich da reinkomme. Halt, wo bist du denn? Eingang! Ja, toll, tot. Naja, ich hab ihn ja abgeschossen. Ja, das ist mir klar, Schatni. Ich überlege nur, ob ich das nicht irgendwie abschalten kann, weil es ist, ob man das nicht abschalten kann. Zumindest solange ein Stream läuft. Ja, ich sollte. Guck mal in dein Inventar rein. Was du alles jetzt verloren hast. Aber ich bin ja aus dem. Achso, bei mir, ne? Ja, okay. Wir haben natürlich einiges verloren. Aber den Krebs, der müsste voll sein. Den habe ich ja... Der steht unterhalb der... Zyklon. Ja, ich gehe erstmal was essen. Nee, brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich hole jetzt erstmal die Sachen. Aber ist ja schön, wenn neue Leute kommen. Da freue ich mich doch. Da ist er. Nur ein paar sind auch direkt wieder gegangen. Ja, habe ich auch gesehen. Einer auf jeden Fall war gleich wieder raus. Ach, da ist nichts mehr drin. Die haben wir alles verloren jetzt. Scheiße. Ich
müsste irgendwas, aber es ist doof, dass man das nicht essen, dass man nichts zu essen mitnehmen kann. Außer diesem, kann man die denn nicht bauen, herstellen, diese Lebensmittel? Mit einer Mod, ja. Nur mit einer Mod? Ja. Das finde ich schade. Und ein Gold, Lithium hatten wir hier, ne? Lithium und, nee, es war andere Seite, hier. Ja, schade, haben wieder alles verloren. Na gut, lässt sich nicht ändern. Moment. Nee, hier muss es sein. Das war jetzt das. Das kann ich nicht draufschreiben, ja, stimmt. Das Gold. Ja, ärgerlich. Das lässt sich jetzt aber nicht ändern. Ja, ja, ist ja gut. Ich gehe erstmal rüber jetzt. Wie voll ist denn eigentlich unser Krebs? Irgendwas mit 60%. Dann hole ich den mal her, würde ich sagen. Hänge ihn ein, ne? Ja. So. Das war wieder nichts. So, Moment, kleines Stück hoch. So, jetzt müsste es gehen. Jawohl. Oh, das ist ja ärgerlich. Jetzt haben wir das abgebaut und jetzt ist es weg. Ja. Ist schon doof mit den Teleportern, die immer dazwischen funken. Ah, noch eine kommt. So. Ja. Da ist auch Kartoffel. Okay. Warte mal, eine könnte ich. Dann habe ich 4 Samen. Okay. Wollen wir nicht erstmal gucken? Wenn wir. Wollen wir nochmal los? Ist denn irgendwas, was ich jetzt im Bio, in dem Lava-Biom unbedingt machen müsste? Ja. Das heißt, wir müssen nochmal hin, aber wäre es denn nicht sinnvoll, unser Boot gleich mitzunehmen? Oder dann haben wir den. Dann macht er wieder unser Boot kaputt, ne? Und was ist, wenn wir die Seemotte holen? Kommt nicht so tief. Die geht nur bis maximal 900 und du warst ja gerade bei 1200. Ja. Ja, aber wir haben. Warte mal, können wir uns denn nicht inzwischen das andere Ding bauen? Klar, wir müssen uns dann nur die Modifizierungsstation noch bauen. Nee, ich meine das Tiefenmodul für den Krebs zum Beispiel. Ja, dazu müssen wir aber die Modifizierungsstation bauen, den viereckigen Würfel. Ach, den Würfel, ja, stimmt. Warte mal, ich gucke mal, ob wir den nicht. Pack das mal dahin. Nee, Moment. So, einmal gucken, wie wir den bauen müssen. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Der viereckige Würfel. Hier müsste er sein. Wir haben Computership, Diamanten haben wir, Blei haben wir, Titan haben wir. Computership bestand aus Kupferdraht, Gold und Tischkorallen. Genau, die Tischkoralle haben wir, das Gold haben wir und den Kupferdraht, den machen wir ja aus Kupfer, ne? Nee, das ja. War Achso, nee, da verwechsel ich was. Das war da, genau. Gut, das haben wir alles. Das holen wir uns jetzt von aus dem Boot. Boot. Ja. Den packe ich. Ich packe schon wieder zu nah an dem. Nee, wir stehen ja immer noch an der gleichen Stelle. Okay. So. Also nochmal. Tischkoralle. Gold.
Tischkoralle war. Nee, das war zweit. Und war hier, glaube ich. War schon richtig. Tischkoralle? Weil da brauchst du ja auch dieses Kupfer raus. Zwei Kupfer oder eins? Zwei. Zwei, okay. Dann brauche ich noch Gold. Gold und genau, das war einmal. Moment, das können wir auch, glaube ich, hier rausnehmen. Einmal Gold. So, jetzt haben wir die Teile für den Computerchip. Ja, okay. Und da haben wir das Kupfererz. Wobei, Kupfererz habe ich, genau. Das ist schon mal das. Jetzt haben wir aber davor... Jetzt brauchen wir, glaube ich, einmal Blei. Ja, ich schau da noch mal. Warte. Warte. Ja. Ich bin viel zu weit unten. Wo ist die denn jetzt immer? Station. Sag mal, warum finde ich denn das immer nicht? Die ist ziemlich weit unten. Da ist sie. Ja. Titan brauche ich noch, das habe ich aber. Diamant und Blei. Titan. Nicht vorhanden. Okay. Nehme ich gleich hier eins. Einen, ne? Zwei, ich nehme mal zu. Ja. Zwei. Titan, Blei. Blei hatten wir da. Einer, meine ich. Einer. Und ein Diamant. Und den Diamanten, den hatte ich hier, meine ich. Genau. So, jetzt gucken. Jetzt fehlt der Chip, den müssen wir zuerst machen. Okay, also hoch. In die Basis. Nein, wende dich mal weg von dem Ding. Okay, weg damit. So, das war einmal Kupferdraht. Dann den Chip. Richtig, ne? Ja. Und jetzt kannst du auch die Station bauen. Genau, die mache ich wieder mit der... Mit der 1. Ja. Will ich nur, wo wir die hinpacken? Können wir die nicht auch ins Dock legen? Doch, die machen wir ins Dock. Guck mal, wie schlank ich bin. Was ist mein Dings? Das sollte ein Spaß sein. Warum lacht eigentlich keiner? Wird man nur ausgelacht. Ha, 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 ha. Okay, ich lach mal über dein Ha, ha, ha. So, da, so. Okay. So. Mist. Jetzt muss erstmal das Modul aus dem Krebs rausholen. Ah ja, das Modul fehlt, ne? Warte mal, das war auf der linken Seite, meine ich. Nee, auf der anderen Seite. Oh. Na gut, linke Seite ist ja richtig dann. So. Ja? Komm, so. Nein, nicht einsteigen. Ich habe nicht gesagt, du sollst einsteigen. Aber Felix, ich will das Modul haben. Geh hoch, Mann. Da guckst du mir aber deinem Kopf, ey. Warum geht er jetzt nicht? Komm, geh da rein, los. Immer dieses Theater hier. Mano. Wollt doch nur an die Nein! Was? Ich hab doch richtig geklickt. Jetzt reicht's. Mach ich das hier unten. Tschüss. Wenn du nicht willst. So, das war. Das, ne? Und ja, ja, genau. So, nehmen wir das raus. Der weiß doch gar nicht, wie schlank ich wirklich bin. Was knarrt denn hier? Hey, hör auf zu knarren! Bist du das hier? Oh, der steht auf der Kante. Moment.
Vielleicht sollte er mal ein Stück vorgehen, wa? Ups. Los, rein da. Rein da. Hey, was ist jetzt los? Also, sollte vielleicht mal einsteigen, ne? Hätte gewisse Vorteile, ja. Geh weg, du Fisch. Moment, so, jetzt müsste ich mal gucken. Wo knarrt denn der so? Vielleicht muss ich den reparieren. Warte mal, ich glaube, ich muss den reparieren, ne? Nö, der war eigentlich bei 100%. Nee, ich habe irgendwas von 64 gesehen. Das war wahrscheinlich die Energie. Okay. Ich kann ja trotzdem mal versuchen zu reparieren, ob es geht. Laserschneider. Reparieren. Ne, Tatsache, 69 Schaden. Hast paar Beulen reingedötscht. Ja, komm. Möchte, dass du repariert wirst. Das ist nicht so schön. Dass ich mich nicht bücken kann, finde ich schade. Muss ich da tatsächlich das Ding runterschmeißen, damit ich... Ich muss mal von hier versuchen. Ich kann immer nur einsteigen, aber reparieren kann ich hier nicht. Oh, kein Kunststückchen. So. Jetzt mache ich das mal hier draußen. Der knarrt echt gefährlich. Hör auf zu knarren. Und du machst mir Angst. Geh nicht kaputt. Jetzt ist genug geknarrt. Die ist noch nicht heile. Ich will nicht einsteigen. Warum lässt er mich denn das nicht zu Ende machen? Steig mal ein und geh mal einen Schritt nach vorne oder nach hinten, weil du stehst irgendwo, wo er Schaden kriegt. Ja, aber er ist direkt unter dem Dock. Ach ja, ich weiß, wo das Problem ist. Wo denn? Du hast das Tiefenabwehr rausgetan. Ach, Mann. Kein Wunder, dass der... Moment. Nee, Moment, das müssen wir wieder reintun. Nee, wir müssen ihn da oben holen, ne? Ja. Aber wir sind ja auch dann immer noch zu weit unten. Komm hoch. Du musst doch da rein. Och Mann, oh, geh hoch. Hoch, hoch. Hoch. Ja, so ist gut. So ist doch gut. Boah, Mann, ey, das muss man aber auch erstmal wissen, ne? Ich kann nicht an diese Klappe ran. Solange er im Moonpool angedockt ist, nimmt er keinen Schaden. Das hoffe ich. Okay, das Tiefenupgrade, das war jetzt aber hier, dass ich das machen muss. Ja. Nur, irgendwas fehlt. Was willst du denn bei Motto? Quatsch, Krebs natürlich. Okay, da brauche ich jetzt 5. Ah, wir haben doch das Kyanid das nicht. Das haben wir doch noch nicht gefunden. Genau. Finden wir das überhaupt in diesen Biotopen? Ja, Lava. Ach, deswegen wolltest du da mit mir hin, ne? Auch. Tja. Aber wenn der so Schaden nimmt... Also wenn er jetzt das Upgrade wieder reinknallt, dann nimmt er ja keinen Schaden mehr. Warte mal, andere Seite. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal ins Bio-Dingsbums. Komm nicht an dieses Teil rein. Ich kann euch denn da nicht rein. Ja, okay, da muss ich gucken. Habe ich das jetzt dabei? Das ist das. Ja. Okay. Rein da. Runter. Und auf die Seite. Halt. Das Tiefenupgrade rein. So, jetzt müsst ihr aufhören. Mit der Knatscherei. Aber da muss man erstmal drauf kommen, ne?
Erstmal reparieren. Ja, warte mal, das mache ich sofort. 5. So, das war reparieren. Wow, und was man alles denken muss. So, das müsste gut sein. Jetzt haben wir wieder 100 und 100. 33 Grad. Ich habe natürlich schon wieder die Fresssucht. Ich muss schon wieder was essen gehen. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal schnell was essen. So. Was ist mein Bäumsche? Moment, Bäumsche. Ob den Reparateur-Dings lasse ich mal da. Was kann ich da rausschmeißen? Das Messer kommt da. Den solltest du mitnehmen. Ja, ja, den, den Laserschmeißer. Ja, Laserschneider. Den Laserschneider? Meinst du? Den kannst du rausschmeißen. Also Laserschneider habe ich draußen. Das Reparaturwerkzeug habe ich drin. Ja, den kannst du in der Basis lassen oder in der Zyklop, wie auch immer. Weil Trümmerstücke findest du unten nicht, wo du dich reinschneiden kann. Okay. Gut, dann mache ich hier mal, warte mal, erst wollte ich was, ja, geht noch. Dann packen wir das gleich mal hier zur Energie am besten. Also Laserschneider, sagst du, kann ich lassen, ne? Wasser ja. Nehme ich ja auf jeden Fall mit, das lasse ich auch mal draußen. Eine Batterie. Den Konstrukteur kannst du auch da lassen. Moment, wo ist er? Ja. So. Den Scanner nehmen wir aber mit. Reparatur nehme ich auf, vorsichtshalber auch mit. Messer auf jeden Fall. Und die Tafel, brauchen wir die? Auch. Eventuell. Aha, okay. Den Seekleider nehme ich auf jeden Fall zur Not mit. So, was ist jetzt hier mit der Energiezelle? Die scheint doch voll zu sein. Brauche ich die oder brauche ich die nicht? Gute Frage, ne? Nimm sie vor, jetzt haben wir mal mit. Ja, ja, wer weiß, wer weiß. Komm. Vielleicht wirst du ja wieder leer gelutscht. Ja, wenn da wieder der böse Fisch kommt. Okay. Pack das mal weg. Sieht ja komisch aus. Und jetzt Happa Happe und Trinki Trinki. Ja. So, wo ist mein Messerchen? Da. Zack. Zack. Ich könnte noch mal ein paar Laternen futtern. Hopp, hopp, hopp. So. Und ein Kartoffelsche. Das ist eine Melone. Naja, esse ich eine Melone. Die kann ich schon nicht essen heute. So. Noch eine. Noch eine. So, super. Kartoffeln habe ich gar nicht mehr, ne? Doch. Im Boot aber nur. Nö. Du stehst direkt davor, mehr oder weniger. Ach ja, stimmt. Das ist dieses Gestängels mit der gelben Spitze. Da wird eine gepflanzt. Ach. Dann hauen wir uns noch eine Kartoffel rein. Ein paar Kohlenhydrate. Ha. Stopp. Geh mal zurück zu der Melone, die gerade gepflanzt. Ah ne, das war eine Kartoffel, die du jetzt da reingedrückt hast. Ja, da habe ich eine Kartoffel gemacht. Weil da haben wir nur zwei Melonen und Kissen und zwei mit Kartoffel. Und dann haben wir da auch zwei. So. Okay, stürzen wir uns ins Getümmel. Wollt ihr den Krebs nicht noch umpinseln? Nö. Lass den jetzt so. Ich mach da mal eine andere Farbgebung. Der Krebs wäre nicht schlecht, wenn ich den etwas besser sehen würde. Das könnte vielleicht gelb sein. So, so müsste es gehen. Okay, jetzt müssen wir nur die richtige Richtung haben, damit wir möglichst zügig. Diese Richtung. Stopp. Diese. Unter der Zyklop. Unter der Zyklop, ne? War richtig. Okay. Nein, nein. Will ich eindocken.
Geh weiter. Ach, du hängst schon wieder an der Pilze. Das hat geklappt. Da mussten wir durch, ne? Ja. Da geht's nicht in die Pilze bleiben. Mikro wieder ein? Ja, hab ich. Und da runter. Na komm, wir wollen da hin. So. Wir mussten dahinter die Pfähle, ne? Ja. Hoffen wir, uns kommt nicht wieder dieser Blödmann dazwischen da, dieser Teleporter. Ja, kommt das hin? Kommt das hin? Ja. So, einmal hängen bleiben. Orientieren. Wir müssen weiter in die Richtung. Ja, bergab. Bergab, okay. Da ist er schon wieder, der Blödmann. Oh, diese Wächter sind echt nervig, diese Teleporter. Die erstmal einmal auf dem Kieker haben. Was haben wir denn da? Wollen wir das mitnehmen? Kupfer. Ist der uns in Ruhe? Können wir das doch mitnehmen, ne? Ja, das ist Schatni, das ist schon in Ordnung mit dem Ton. Ich muss mich nur dran gewöhnen. Und das ist halt auf dem Video drauf, denke ich. Aber gut. So, ich hoffe, ich kriege jetzt hier. Was? Hast du oder hast du nicht? Hast du? Hast du? Scheint alles zu haben. Ja. Okay. Links oder rechts? Bergab. Bergab, okay. Bergab heißt hier lang. Achte nur auf die Tiefe, ne? Ja, wir sind schon ziemlich tief. Da ist nochmal ein Kupfer. Nimm den auch mit, glaube ich, wenn wir schon hier unten sind. Ja, denk dran, du willst Kyanid. Ja, stimmt, wir müssen Kyanid suchen. Das war grün, ne? Ich glaube, dann lassen wir das. Bläulich. Oder bläulich? Türkis irgendwas, ne? Ja, irgendwie so in der Richtung. Aber ist das jetzt freiliegend oder? Das weiß ich nämlich nicht mehr. Okay, weiter. Nicht tiefer. Jo, ist mir klar. Komm, geh mal aus der Pilze. Was ist das? Blei. Ihr könnt mal Blei holen. Ich kann nicht erkennen, was das ist.
Das ist überhaupt was? Nee, das sieht nicht so aus. Da ist ein Lavafall sogar. Da gehen wir in die Richtung. Okay, aber das mache ich weiter oben, glaube ich. Jo, hier ist also Kupfer, kriegen wir hier auf jeden Fall. Warm wird mir denn? Wird mir warm? 51. Okay. Tja, wenn ich jetzt wüsste, wohin ich muss. Hier ist also Kupfer schon mal genug. Wir sind einfach nicht, wir können einfach nicht tiefer runter. Vielleicht da oben. Okay, hoch. Sollst du ein Stück hochgehen? So. Einfach mal hier hinstellen. So. Wir gucken können. Wir haben aber auch nicht viel Zeit zum Gucken. Ich muss hier drüben. Warum nicht? Naja, weil wir irgendwann wieder keine Luft kriegen. Wieso? In deinem Krebs hast du unendlich Luft. Naja, oder ich verhungere. Naja, das wird wahrscheinlich eher gehen, als ne, dass du keine Luft mehr hast. Will ich da rüber zu kommen nochmal? Du. Nochmal, komm, jo, das passt doch da, du kannst doch da draufstehen, komm, stell dich hin und halt dich schön fest, so. Schon wieder den Teleporter gehört. So. Nicht gucken, mach dich vom Acker, bevor der auf dich Jagd macht. Ach, daneben. Ah nein, jetzt hat er mich wieder beim Wickel. Verdammter Miststück, wo ist das Ding? Oh? Boah, ich hasse dieses Ding. Boah, die Küche. Jetzt weiß ich wieder nicht wohin. Da müssen wir lang, ne? Rechts rum. Ja. Wir müssen ja auf jeden Fall raus. Wir können ja auch nicht weiter weg. Also weiter runter, meine ich. Schon blöd, dass wir das nicht bauen können, weil wir das Kyanid nicht haben. Sehe aber auch absolut kein Kyanid. Da ist wieder dieser böse Fisch, der sich mit dem Energie wegsaugt. Nur mal da könnten wir... ein Stück höher. Da. Komm, hoch, zieh dich hoch. Hoch. Nicht runter. Bleib hängen. Nicht runter. Wenn du runterkommst, dann kommen wir zu tief. Lass doch einmal die Energie aufladen. Ja, kann ich doch nicht. Ich muss doch mich festhalten. Wenn du dich festhältst, kannst du auch trotzdem die Energie aufladen. Für Sprungmodul. Ja, aber dazu muss ich feststehen. Da sind überall diese Fische. Seht ihr das? Die sind hier. Die mag ich nicht. Warum mag ich die nicht? Und dann sind da. So, jetzt kann ich springen. Ich wollte in die Richtung. Ich hoffe, dass das jetzt was bringt. Nicht, dass wir da genau... warte mal, ich versuche mich mal da oben. Da ist doch irgendein anderes Vieh. Ich hangel mich mal hier so ein bisschen längs. Ich weiß nämlich nicht, wo wir da rauskommen. Was ist das? Oh. Hauptsache, der bricht nicht aus. Es wird immer mehr von denen. Nein, falsch. Nein, nicht so weit runter. Oh Mann. Ja, du verblähst immer dein ganzes Sprungmodul. Das ist einfach nicht so einfach.
ein Rochen. Kleiner Tipp, der ist böse. Der ist böse? Ja. Warum ist der böse? Weil der Feuer spuckt. Oh, echt? Ich glaube. Also, nicht verärgern. Nur mal so als kleiner Tipp. Wie komme ich denn aus diesem Lava-Biom jetzt wieder raus? Wir finden das Kyanidchen nicht. Es muss doch noch eine andere Stelle geben. Als ausgerechnet das Lava-Biom. Weil hier ist ja eine Gefahr neben der anderen. Gefahren hast du in allen Biomen, die jetzt in der Tiefe sind. Ja genau, und die Tiefe kommt nämlich noch dazu. Es gibt nur in der Tiefe ein Biom, was friedlich ist, und da hast du ja deine Basis gebaut. Versuch mal da hinzukommen. Oh, wieder falsch. Nein! Du sollst das an die Wand klatschen, das Ding. Oh, ich mach das immer zu hoch. Oh, da ist ein Rubin. Lass mich einen Moment festhalten, Leute. Geht nicht anders. Mit dem da nicht begegnen. Wenn der Feuer spuckt, dann bin ich tot. Das kann ich ja wohl. Gibt's denn hier noch mehrere Wege wieder raus? Ja. Okay. Ich gehe einfach geradeaus weiter, würde ich sagen, ne? Guck mal, da sind wir hergekommen, ne? Das ist aber auch ein gefährliches Biom hier. Bleib hängen. So, jetzt ein Stück hoch. Auftanken. Jetzt da oben an die Wand. Was war das? Das war der böse Fisch. Das war der böse Fisch. Einmal weiter hangeln. Und loslassen. Und hangeln. Ach, zu weit oben. Jetzt haben wir ihn. Und nochmal hangeln. Komm, hoch. Ja, hoch. So. Und jetzt mit Schwung. Und nochmal. Komm, spiel Tarzan, ey. Mach. Oh, der Arm schießt wieder nicht. Kann ich festhalten? Ich habe überhaupt keine Richtung. Das ist ja ein Riesenbiom. Ja, klar. Oh, ich guck mal, dass ich weiterkomme. Da oben ist schon wieder einer mit so einem Ding. Er geht wieder ab. Nein. Festhalten. Ja, so ist gut. Und jetzt ein Stück hoch. So. Jetzt wieder loslassen. Und komm. Das war zu weit weg. Geht schon wieder zu weit runter. Was ist das denn? Ach, das ist Gold. Aber hier kann ich einen Moment ausruhen. Wobei, so viele Momente haben wir auch nicht. Im schlimmsten Fall verlieren wir wieder alles. Na gut. Versuchen wir es weiter. Ich habe doch nicht ein Stück Kyanid gesehen. Das ist mir hier zu gefährlich, ehrlich gesagt.
Außer böse Fische. Ach, zu weit, ich mach das immer zu weit. Und jetzt ein Stück hoch, komm. Was? Was? Nein, ich mag das Geräusch nicht. Ich mag das Geräusch nicht. Ups, da. Komm hoch. Jetzt bin ich nicht bei der Aurora, ne? Ah, was ist das? Nein, hau ab, ich will weg hier. Geh doch da mal an die... Solltest du auch. Das ist der böseste Fisch, den ich kenne. Der war so böse. Oh, eine Fresse, warum hast du mich hierher gelockt? Ich krieg diesen verdammten Ding nicht ange. Wir verlieren schon wieder den Krebs. Ich sehe das schon. Bleib mal hier stehen. Wo ist der denn? Scheint... Wow. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Das ist aber der andere, der Feuerspuckende, ne? Der da oben. Wenn du ihn ärgerst, ja. Aber nur wenn ich ihn ärgere? Warte mal, ich glaube, hier kann ich ein Stück laufen. Wie tief bin ich denn? Also tiefer darf ich nicht. Was ist das? Silbererz. Nützt uns ja nichts, wenn wir das hier unten alles verlieren. Oh, ist der riesig, der andere. Ist das der Leviathan? Ja. Das ist ja keine gute Idee, hierher zu gehen. Glaube ich gern zurück. Übrigens, direkt vor deiner Nase ist Kyanit. Wo? Vor meiner Nase. Guck mal Richtung. Genau in dieser Richtung. Jetzt ein bisschen weiter nach rechts und etwas nach oben. Das Blaue da? Ja. Okay, dann gehe ich doch da mal glatt drauf zu. Hauptsache, der lässt mich da oben in Ruhe. Das wäre ja cool, wenn wir jetzt mit einem Schlag so viel Kyanit kriegen könnten. Gleich so viel. Darf aber auch nicht tiefer, ne? Oh Mann, wir müssen unbedingt das Tiefmodul haben. Kann ich hier noch aussteigen oder ist das zu warm? 51 Grad? 51 Grad geht. Dass ich mir wenigstens ein bisschen was in, zu mir tue von dem Kyanit. Lass es in dem Krebs. Können wir den notfalls mit dem... haben wir alles? Ja, sieht gut aus. Geh nochmal zu dem da. Hauptsache, der lässt mich in Ruhe da oben. Dem mache ich echt Manschetten. Der bringt einen 0, nix um. Tu da auch. Und du solltest gleich mal deinen Krebs reparieren. Ja. Wie komme ich denn jetzt hier am besten raus wieder? Erkläre ich dir gleich. Mach erstmal in Ruhe jetzt das Kyanit ab. Dann reparierst du den Krebs und dann bringe ich dich raus. Ja, das wäre gut. Scheiße, was war das? Das ist Big Daddy. Hat der sich gestört gefühlt, wa? Ja. Ich bin gleich fertig, Big Daddy. Ich bin gleich weg. Hast alles, mach dich vom Acker. Erstmal. Erstmal grob Richtung in dieser Richtung. Okay. Was ist das schon wieder? Oh Mann, hier ist ja... Denk dran, die Viecher, den Grünen da jetzt, den kannst du auch mit dem Bohrarm ein bisschen vermöbeln. Aha, gut. Den da auch, ne? Den da?
Nee, also das war der Rochen. Nee, das Ding, das geht wohl nicht. Der lässt sich so lange in Ruhe, bis du ihn angreifst. Okay, warte mal, ich könnte da... So, jetzt bleibst du erstmal gerade da stehen und reparierst. Okay. Das heißt, kurz raus und Reparatur. Schnell, mach hin, komm, beeil dich, das ist heiß hier. Schnell. Los, das ist heiß. Und rein. Ja. Oh, ist das wieder kalt. So, du siehst jetzt da vorne diese kummige Platte. Da springst du drauf, ja, in dieser Richtung. Ja, wenn der da ein bisschen weiter weg ist. Ja, lass ihm ein bisschen was Zeit, dass er sich verpissen kann. So, ich glaube, jetzt kann ich es riskieren, ne? Ja. Okay. Rechts rum. Ja. Stopp, warten. Oben links siehst du ja jetzt, unter deiner Tiefenanzeige ist ja jetzt der Teleporter. Warte, bis der sich verpisst. Jetzt ist er weg. Gut, mega. Aber die Richtung stimmt, ne? Die Richtung ist jetzt die Zyklo. Ja, okay. Kurz halten, bis aufgeladen. Okay, und jetzt weiter. Du hast nochmal Kyanid. Lass das jetzt erstmal in Ruhe. Ja, ist gut. Mal wegen jetzt 10 oder 12 Kyanid, sowohl dich als auch den Krebs zu verlieren, ist kein guter Tag. Ja, hier ist aber jetzt auf der Seite tatsächlich noch mehr davon. Jetzt sehe ich das auch. So, da ist nochmal was. Okay, Moment. Ach, das war zu weit. Verflixt hier. Komm, nimm den. Einfach nur halten, bis ich aufgetankt bin. Der ist auch schon wieder da. Ach, jetzt will der auch noch, dass ich trinke. Und dann trinke ich schnell was so. Vital signs stabilizing. Aber die Richtung stimmt immer noch, ne? Ja. Ja. Guck mal so halb rechts. Ja? Ne. Ja. Also von wegen, da ist kein Kyanid, ne? Bleib stehen. Oder ne, mach dich vom Acker. Der ist da unten. Guck, der ist da unten. Was weiter? Der hat sich, glaube ich, teleportiert, ja. Ist er? Oh, jetzt hat er mich doch wieder erwischt, die Schweine. Wo ist er? Wo ist mein Krebs? Ich seh den nicht. Ganz locker bleiben, ganz ja, locker bleiben. Toll. Jetzt müsste das Kyanid aber im Krebs liegen, ne? Ja. So, jetzt wie komme ich da jetzt hin? Mit dem U-Boot. Das heißt, wir müssen das große Boot nehmen. Dann zerstört er mir das Boot. Ja. Na gut. Ne, wieso außer den Schild? Ich kann auch das Boot hier nehmen. Ach ja, stimmt. Wir haben ja ein Schild gebaut. Oh Mann. Aber ich würde jetzt immer was essen. Ja. Moment, mache ich so. Und warte mal, ablegen. Das legen wir hier rein. Wir haben ja gerade schon rein, alles verloren. Aber im Dings müsste das drin bleiben, ne? Ja. Das wäre jetzt. Deswegen habe ich ja gesagt, lass das im. Ja. Na komm, noch ein bisschen was. So. Nicht, dass wir das jetzt auch alles verloren haben. Das wäre nämlich jetzt echt ärgerlich. So, genug gegessen. Und jetzt ab ins U-Boot, ne? Unser U-Boot. Ups, hier, wo bist du? U-Boot. 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 Sehr schön.
Muss nur noch die ganzen Batterien jetzt wieder einbauen. Ja. Ich sehe das schon wieder verloren. Oh, warte. Okay, so, mal schnell einbauen. Moment, die waren hier. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Oh, hat immer noch 91. Dann lassen wir die mal. Okay. Ja, auch. Okay. Die ist 100% oder? Okay. Dann hier hin. Ja. Auch. Und. Oh, jetzt musst du mir aber wirklich helfen. Das schaffe ich nicht. Ja, ist kein Problem. Das machen wir schon. Das ist, Doch, jetzt, wir machen jetzt langsame Fahrt, ne? Langsame Fahrt und auch auf lautlos. Erstmal noch nicht. Okay. Jetzt muss ich irgendwo. Warte mal. Achso, langsame wollten wir machen. Welche Richtung müssen wir denn überhaupt? Bevor du jetzt loseierst, guck mal gerade nach, was wir für das Maschineneffizienzmodul brauchen. Das Maschineneffizienzmodul? Moment. Muss ich kurz wieder loslassen. Moment. Wann das jetzt? Kann ich das hier? Doch, das müsste hier gehen, ne? Warte mal, The Globe. Meinst du hierfür? Das haben wir doch eingesetzt, ne? Ja, das Batteriemodul da. Diese Batteriesymbol zwischen Schild und Tiefen-Upgrade. Computership, Benzol und Polyanilin. Okay, kann man nicht alles herstellen. Gut, dann müssen wir so. Du kannst die Dinger nämlich auch stacken. Ach so. Okay. Okay, dann müssen wir nur die Richtung haben. Ich glaube, ich muss drehen oder so, ne? Warte mal. Nö, ich glaube nicht. Geräuschschluss machen wir noch nicht. Okay. Warte mal, Kamera. Wie sieht es unten aus? Wir müssen... Bisschen rechts. Jetzt bin ich wieder raus. Moment. Da lang, ne? Warte mal, da ist der Schlot. Genau, okay. Das müsste eigentlich so klappen. Wir kommen hinten rum, denke ich. Ja. Das müsste klappen, ne? Ja. Platz genug. Okay. So, und dann links um diese Felsnase rum. Ja. Geradeaus, ne? Ja. Ja. Nicht zu nah an den Schlot. Okay, jetzt links. Ja, ich glaube, hier ist mal links, right? So, das müsste klar. Und dann gleich ja tiefer gehen, wenn du über den Abhang drüber weg bist. Ja. Oh, das sieht gut aus. So, also müssen wir dem Graben folgen, ne? Dem Graben gefolgt. Aber du musst, glaube ich, jetzt erstmal nach rechts. Nach rechts? Ah, nee, doch nicht. Da ist der Wasserfall. Ja. Okay. Ja, du warst nur ein bisschen, ja. Und wir mussten hinter dem Wasserfall, wenn ich das richtig erinnere. Genau, du musst jetzt also tiefer. Ja. Okay, warte mal, ich gehe mal ein Stück runter. Tauchen. Ja. Tauchen. Ja, ich mach schon.
Falsch, die Antwort müsste von dir dann auch kommen. Tauchen. Ach so, ich bin kein U-Boot-Fahrer. Nee, bin ich nicht. Aus dir mache ich noch einen. Oh, oh, gut. Oh, warte mal, wie sieht's... Bleib mal gerade stehen. Ja. Wollte oben noch mal gucken. Kannst du, ja. Ziel ist das gelbe Symbol, ne? Ja. Sobald du durch den Wasserfall durch bist, brauchst du dich nur noch auf das Ding zu konzentrieren. Aha, okay. Gut, das heißt, wir müssen ein bisschen tiefer. Ich sagen so. Nur meine Empfehlung wäre, ohne Kameras zu steuern. Sondern vom Cockpit aus, dass du direkt auf Zugriff auf Schleichfahrt und Schilder kriegst. Ja. Okay, ich muss von der Höhe müsste das jetzt hinkommen, ne? Von der Höhe hast du jetzt absolut keine Probleme. So, jetzt muss ich aber irgendwie. Jetzt, ich sehe das nicht, wenn ich. Warte mal, ich muss mal auf die Kamera gucken. Da müssen wir durch, genau. So, aus. Ja, das kommt hin. Ein bisschen tiefer. Bisschen tiefer. Halt, halt, halt. Stopp, stopp, alle Maschinen, stopp. Wo hängt... Ja, deswegen die Kamera. Ich sehe das nämlich einfach nicht. Wo bin ich denn gegen? Mit dem rechten... Gegen die Decke. Ja, okay. Ja, okay. Moment, ich fahre mal weiter. Tiefer. Tiefer, tiefer, tiefer. Wände sind weit genug weg, okay. Moment, dadurch. Oh, bleib doch mal da, wo ich dich haben will. Und bist du nicht... Moment, das war's doch. Da komme ich doch gar nicht durch. Kommst du. Du musst nur tiefer. Tiefer, ja. Stopp, 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 stopp. Einfach tauchen. Du musst links durch den Spalt, wo jetzt gerade der Teleporter ist, aufgetaucht ist. Sehen. So, die Tiefe stimmt schon mal. Jetzt ein bisschen weiter nach links und geradeaus, also vorwärts. Okay, jetzt scharf rum. Rechts breit drehen, yo. So. Okay, und jetzt müsste es aber gehen. Moment. Ja, das passt. Okay. Stopp. Ja? Aussteigen. Und? Du musst hast Passagiere. Oh, echt? Mist, aussteigen. Bleib noch drin, bleib noch drin. Wollte ich die nicht lieber abmachen, die Passagiere? Du hast direkt ein, guck mal, was du direkt vor deiner Nase hast. Ja, 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 stimmt. Jetzt ist er weg. Okay, jetzt raus. Guck mal auf deinen Schadensmonitor. Oh ja. All die gelben Punkte. Oh Mann, ist so viele. Ich brauche mein Messer und komme. Hä? Komm mal nicht raus. Wo komme ich nicht raus? Scheiße, ich muss doch hier raus. Ich kann hier nicht raus, ich bin zu tief. Kann es sein, dass ich so tief bin? Eigentlich nicht. Komm, nimm das Boot nochmal in die Hand. Jetzt tauch nochmal ein Stück. Ja, da ist einer von den Bösen. Ich muss doch da irgendwie raus können. Die saugen einem echt die Dings aus hier, ne? Oh Mann. Ich kann nicht aus meiner Luke raus. Verdammte Scheiße, was ist denn jetzt hier los? Warum ist die denn zu? Mach die Lampe an und geh. Los, mach wieder zu. Nein, die Lampe anlassen. Anlassen. Kann ich hier eigentlich raus? Auch nicht, ne? Ne. Shit. Hier kann ich auch nicht raus, ne? Versuch mal. Ich komme nicht aus meinem Boot raus. Warum komme ich nicht aus meinem Boot raus?
komme hier nicht raus. Siehst du das? Hm. Warte mal. Ja. Okay. Wegen dem. Da. Gott, wie soll ich die denn jetzt alle finden? Vorne an der Scheibe. Genau, vorne war einer, genau. Da war auch einer. Und hier waren doch auch welche, ne? Da hinten. Jo, Triebwerksgondel. Triebwerksgondel unter dir. Moin. Hier war aber auch noch einer. Wo ist er denn? War hier nicht einer? Da ist einer. Zwei Stück sogar. Jetzt geh erstmal wieder rein. Ups, wo ist er? Okay. Mal gucken oben, ne? Ja. Einer ist noch. Der muss auf der... Der ist auf der rechten Seite. Das müsste hier irgendwo sein, das Viech halt. Wo bist du? Geh mal ein bisschen da. Höher. So, jetzt. Guck aber vorerst mal auf der linken Seite nochmal nach. Ja, die hat. Da ist einer. Verschwinde! Du bist doch tot, oder nicht? Okay, hoch. Puh. So, jetzt weiter, ne? Ups, falsch. Hast schon wieder drei Passagiere. Schon wieder? Wir sind noch nicht mal weg. Vier, so fünf. Scheiße, wie soll ich das schaffen? Das schaffe ich doch gar nicht. Boah. Also nochmal raus. Messer in die Hand. Okay. Messer habe ich gesagt. Ich komme da nicht ran. Jetzt habe ich ihn. Noch einer? Runter? Da ist noch einer. Dann flick's, ich muss da schnell wieder rein, bevor wieder so viele sind. Ups. Oh, das geht aber echt nicht gut hier unten, ne? Uff. Schnell, komm. Ja, da unten ist Arbeit angesagt. Meine Güte. Und, noch wer hier? Oh, schon wieder zwei. Jetzt fahren wir erstmal weiter, würde ich sagen. Ja. Okay. Licht bringt hier überhaupt nichts. Ja, nun komm, fahr. Ist doch an. Warum fahre ich denn jetzt wieder nicht? Hab doch alles im Griff. Tiefer. So, jetzt muss ich gerade... Oh, nicht jetzt. Jetzt kommt der wieder. Okay, jetzt. Egal, weiter. Ein Vorteil hat es, er kann dich aus der Zyklop nicht rausporten. Ja, aber er kann... Warte mal. Ich sehe nichts. Da ist ein Berg. Ich muss mal links, ne? Ja. Scheiße, ich komme hier nicht um die Ecke, warte. Muss gucken, wo hier was ist. Ja, wir sind im Bug angeditscht. Okay, jetzt könnte es klappen. Meine Güte, was für eine Fahrt. Oh. Das passt von der Höhe, passt das aber? Los, verschwinde! Ich
immer noch Licht an. Das ist verschwinden. Jo, jetzt. Okay. Langsam, bleib auf langsam. Ja, du machst zu viel Krach. Und das lockt Papa an. So. Aber wir könnten noch ein Stück tiefer gleich gehen, ne? Ja. Oh, ja. Du kannst schon mal auch jetzt erstmal um deine Passagiere kümmern. Ja, hier sind schon wieder so viele. Das sind die, die immer so krach machen. Warte mal, ich gehe mal hier raus, würde ich sagen. Halt! Okay, raus. Wie viel Grad haben wir? Oh, wollen wir mal schnell gucken. Steht hier gar nicht, ne? Nein. Mist. Hoffentlich ist das nicht zu heiß. Ach, hey, schon wieder so viele. Okay. Warte, geh erstmal zurück an die Kameras. Guck mal, wo unser kleiner Freund ist. Moment. Kamera. Open. Ich glaube, wir sollten ruhig. Da ist einer. Da ist noch einer. Ist aber gar nicht gut, dass sie hier jetzt rumeiern. Vielleicht sollten wir doch erst noch ein Stück weiterfahren. Wo sind denn diese Viecher? Hier sehe ich keine. So, und drunter scheint keiner zu sein. Scheint an der Seite zu hängen und oben. Okay. Da ist einer auf jeden Fall. Da. Also an den Seiten. Da hinten. Okay. Dann kann ich jetzt raus, ne? Denke, wir riskieren es. Okay. Da ist schon wieder einer. Ich gehe erstmal nach hinten raus. Wenn ich links herumschwinge, dürfte er mich eigentlich nicht sehen. Ah, komm, ich komm da nicht ran. Warte mal. Scheint doch ganz schön warm zu sein hier. Warte mal, da ist noch irgendwas. Da unten eine Gondel. Da war noch einer an der Gondel, ne? Ja? Ich hau die mal eben weg. So, kurz an der Gondel gucken. Nee, da unten ist noch einer. Geh erstmal rein, geh rein, sonst gehst du drauf. Das ist zu warm, ne? Wie sieht's denn oben aus? Mal gucken. Haben wir denn die meisten? Guck dir das mal an, das werden immer mehr, je länger wir hier stehen. Du hörst mal was essen und trinken, ja. Damit sich deine Gesundheit wieder auffüllt. Moment, ich werde mal hier schnell. Da. Ups, ja. Ein Pflanzen, zwei Futtern. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das müsste reichen. So. Okay. Medikit habe ich nicht. Ich habe keine Medikits. Du heilst jetzt automatisch hoch, keine Sorge. Das dauert nur eine Weile. Ja. Geh wieder zurück ans Steuer. Wir holen jetzt einmal den Zyklop. Den Krebs. Ja, okay. Ich glaube, der ist gerade abgehauen, da der. Okay. Moment. An. Ja, alles an. Komm, fahr. Wir müssen, wenn ich mich recht entsinne, mal kurz gucken, ob wir unten Platz haben. Unten. Ja, da müssen wir lang. Okay. Leicht rechts. Okay, sieht gut aus. Und da. Oh, jetzt verschwindet er. Okay. Tiefer. Ist er das schon? Ja. Das heißt, der steht da auch, oder wie? Ja, klar. Da, wo er dich rausgeportet hat, ist der Krebs stehen geblieben. Ja.
Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, das Manöver nochmal zu machen, was ich dir mal gezeigt habe, als du da den Krebs gebaut hast. Ja, aber das geht nicht in der, weil ich da ja drin stehe in der Dings, oder? Ja, das haut nicht hin, nee, musst du leider dann raus. Okay. Warte, bis der Killer da sich verpisst hat. Ja. Warte mal, ist hier unter uns nicht ein Grund, wo ein Boden? Doch, das müsste eigentlich gut klappen. Wo ist der Krebs? Moment. Da, Tisch. Stopp mal gerade. Guck mal nochmal nach links. Ja. Dieser grüne Fisch, der wird die Zyklope angreifen. Oder kann die Zyklope angreifen. Kriegt dann keine Panik, er kann keinen Schaden machen. Er greift zwar an, aber er macht keinen Schaden. Okay. Da sind wieder diese Fische. Und Moment, ich will nochmal ein bisschen drehen. Müssen wir eigentlich zurück oder kommen wir hier wieder so raus? Nee, wir müssen wieder zurück. Das ist der beste Weg. Okay. Weil, wenn du jetzt da wieder weiter rausfahren würdest, zum anderen Ausgang, müsstest du an Big Daddy vorbei. So. Nee, oh, pass auf, dann drehe ich das Schiff mal. So, das müsste eigentlich klappen, ne? So, die Richtung. Ja, Platz zum Drehen hast du. Das müsste schon von der Richtung her gut sein. So, gehe ich nochmal runter. Na, ich glaube, du musst noch weiter. Noch weiter rum? Ja, warte mal. Wir müssen links an diesem Dings vorbei, ne? Genau, da wo jetzt gerade der Teleporter aufgetaucht ist oder weggesprungen ist, eins von beiden. Okay. Na, so ist gut. Okay, dann werde ich jetzt mal versuchen, da hinzukommen. Okay. Loslassen. Gesund fühle ich mich aber immer noch nicht, ob ich noch schnell was esse. Das ein bisschen schneller heilt hier. Das ist ja doch. Also wir müssen unbedingt Medikits mitnehmen in Zukunft. Das sehe ich schon so. Ja, zumindest sollten wir mal einen Fabrikator da für die Medikits dann ein. Ja. Okay, runter. Stopp! Ja. Jetzt nimmst du schon mal den Segleiter in die Hand. Ja. Und jetzt im Affenzahn. Und jetzt verlässt du die Zyklop. Im Affenzahn. Und dann direkt im Affenzahn. Jetzt rechts drehen und runter. Da ist er. Warum heilt den denn jetzt wieder nicht? Oh, komm. Okay. Da sind ganz schön viele von den Viechern dran. Okay, und jetzt gehe ich da nur drunter, ne? Das müsste eigentlich von alleine dann aufgehen. Ja, sobald du drunter stehst, einfach hochspringen. Mist, Richtung verfehlt. Und jetzt hoch, 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 komm. Nee, hat nicht funktioniert. Und zwei Schritte nach rechts. Ja, und ich hänge an irgendeinem Hang hier. So. Und einen Moment ausruhen. So, jetzt. Ja, ruhe ich dich zu viel aus, weil, ne? Und da ist es, ich lucke ja schon. Das war zu weit. Du solltest nicht unbedingt mit dem Greifer darauf schießen. Oh Mann, ist das schwierig. Schiebe ich hier echt meine Maus über den Tisch? Da ist die Luke, ne? Ja. Okay. So, jetzt wo du jetzt stehst, einfach hoch. Ja, warte. Eins, zwei, drei. Oh ja, oh ja, es hat geklappt. Wunderbar. Wunderbar, wir haben unseren Krebs wieder. Oh, cool. So. Und jetzt düsen wir ab, ne? Ja. Und da, wo der ist, müssen wir hin. Ja. Jetzt ist er gerade weg, dann ab die Post. Höher, höher, höher. Ne? Noch zu weit unten. Ich müsste aber eigentlich gut sein, so. Na, aus dir mache ich auch noch einen Bergungsspezialisten.
Ja, wir kriegen immer mehr von diesen Viechern. Oh, warte mal, jetzt wird das wieder so dunkel hier. Ah, warte mal, da müssen wir rein. Ich glaube, ein klein Stück tiefer. So, vielleicht. Oh, wir haben nicht mehr so viel Energie. Ein Stück höher, 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 komm, höher, höher. Ja, ja, so bis es geht. Ja, ja, verstanden, verstanden, verstanden. Ja, wunderbar. Ja, der Grüne hat da gerade einen Vorteil. Der hat die Dinger teilweise auch ein bisschen abgeknabbert. Echt? Oh, das ist ja cool. Ja. Warte mal, ich muss hoch, ne? Muss mal die Kamera kurz gucken. Ja, du kannst jetzt mit der Kamera benutzen. Ja. Wenn du damit besser zurechtkommst. Ja, das sieht eigentlich ganz... Warte mal, wo ist mein Bug? Wo ist mein Bug? Falsche Kamera. So. Jetzt kommen wir wieder hier. Genau. So, jetzt gehen wir kurz runter. Und das war da richtig. Aber wäre doch cool, wenn er die alle abfrisst. Bin mal gespannt, wie viel ich nachher noch erledigen muss. Etliche. Boah. Weil guck mal mit deiner Kamera auf deinen Rumpf. Beziehungsweise auf die Hülle insgesamt. Ja, die... Da sehe ich schon mal einen. Ja, ja, da hinten sind die vor allen Dingen. Ach, hier vorne waren die auch. Da sitzen ja mindestens 4 Stück. Plus noch 2 an der Scheibe. Ja. Okay. Gut, weiter. Ist der gerade weggesprungen? Ja. Okay. Da müssen wir durch, ne? Jo. Und da muss ich aber wieder runter, ganz schön sogar. Mit runter, 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 nicht. Oder guck mal mit der oberen Kamera, das vielleicht ist oben eine Lücke. Da, nee, da können wir gerade nicht. Da kannst du. Ja, den da. Ja, egal. Ja, der kann uns nichts. Okay. Genau. Gut, dann wollen wir hoffen, dass es eben so ist. So, und jetzt ein bisschen links. Ja, und ein Stück so. Und jetzt müssen wir links. Gut, das könnte schon zu nah sein. Jo, so. Wow, wow, wow. Da muss ich hoch. Ah, ich gehe runter. Moment, ich gehe runter. Falsch, 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 falsch. Hoch. Was ist denn los da hinten? Oh ja, diese Krache. Und hoch. Möchte die untere mal gucken. Nee, unten. Wo ist mein Bug? Da ist mein Bug. So. Kann allerdings sein, dass wir die Zyklop auf halbem Wege zurücklassen müssen. Warum meinst du das? Wegen Energie. Also eine Batterie kann ich noch reinschieben. Ich habe nur eine. Energiezelle meine ich. Naja, aber die haben die so schnell leer gelutscht, so schnell kannst du gar nicht gucken. Muss ich jetzt hoch, ne? Ja, genau. Ja. Was haben wir denn noch? Wie viel Energie? Oh ja, das wird knapp. Licht aus. Komm, fahr weiter. Vorwärtsfahrt stoppen. So, hoch. Hoch, 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 komm, du musst hoch. Hoch, hoch, hoch. So, jetzt wieder vorwärts, was aufnehmen. Ja, ein bisschen höher. Ist das eine Höhle? Nee, wir müssen scharf links oder so. Du musst jetzt weiter hoch. Da ist... Ah, nee, doch nicht. Da ist. Nee, du musst jetzt, ja, links, durch die Höhle durch. Ich dachte mir schon, werden schon ein bisschen weiter. Da komme ich gar nicht durch. Nö, Moment, stopp. Guck mal mit der Kamera um, ich muss mich jetzt auch mal orientieren. Nee, das scheint der falsche Weg zu sein. Jo. Das ist falsch. Okay, da müssen wir rückwärts wieder raus. Nee, andere Richtung. Und steuern, steuern, so. Und jetzt rückwärts. Und ein bisschen tiefer. Machen wir halt mal eine Rückwärtsfahrt.
Ich wünsche, ich hätte eine Rückwärtsfahrerkamera an meinem LKW. Würde so manches erleichtern. Ja, ne? Das glaube ich dir sogar. So, jetzt müssten wir... Wo müssen wir denn dann hin? Da müssen wir da hinten rechts? Nach oben. Aber oben... Ah, da sind die Wasserfälle. Gut, da müssen wir durch, genau. So, rückwärts, rückwärts, komm noch ein Stück rückwärts. Ja, noch ein Stück rückwärts. Muss drehen, damit ich wieder... So. Schön rum, jawohl. So, und jetzt müssten wir eigentlich schon vorwärts können. Und wir müssen hoch, ne? Wenn wir durch die Wasserfälle durch sind, ja. Genau. Wir können uns ja nicht schaden, das sind blau, ne? Blau, blau, blau. Genau. Ja nicht. Das sind die Friedfertigen. Okay. Ups, ich glaube, ich bin recht nah an der Wand. Und ein Stück rüber. Jetzt aus, komm mal rum. Ja, jetzt kurz mal nach unten gucken. Und ja, wir sollten mal... Na, so jetzt ein bisschen rechts beidrehen und weiter hoch. Genau. So, und jetzt hier raus. Noch weiter höher? Ja. Ja. Weil du musst jetzt oben über rechts über die Kante drüber. Ja, okay. Und ein Stück hoch. Nicht zu weit drehen. Jetzt ja. Hoch, hoch, hoch. Genau, wollte ich gerade gesagt haben. Hoch, hoch, hoch. So. Jetzt da durch diese Lücke, ne? Über den blauen Tümpel drüber. Ja. Kurz gucken, wie sieht's hier unten aus? Und kann sein, dass es noch ein bisschen höher muss, dass wir noch eine Kante drüber müssen. Ah ne, ja, da geht es weiter. Sieht okay. Schon gut aus. Ja. Wenn du bei der Felsnase da vorne bist, ja, bleibst du stehen und da ist der Safe-Bereich, da kannst du dann deine Passagiere mal runterschmeißen. Aha, okay. Sind die überhaupt noch da? Ja. Guck mal jetzt mit der Kamera ein bisschen runter. Oh ja. Oh Mann. Das sind ja Dutzende. Warte mal, hier ist das aber so heiß. Ups. War hier, glaube ich. Ja. Mehr nach rechts und dann wieder zurück. Oder weiter nach geradeaus. Dass du nicht unbedingt bei den Gasieren da stehst. Bei den Black Smokern. Ja. Müsste ich doch eigentlich auch da hinten abmachen können, ne? Die schwimmen dann, wenn du Pech hast, zu deiner Basis und nuckeln da die ganze Zeit an der Energie rum. Okay, aber dann... Also ich würde sie nicht zu nah ranbringen. Warte mal, ich fahre mal wieder ein Stück zurück. Dass wir hier zumindest von dem Geysir wegkommen, dass es nicht so heiß wird. So, gehen wir hier ein bisschen in den Bereich. Ich würde sagen, über den blauen See da. Ja. Okay, einmal so rum und rückwärts, rückwärts, kommt noch ein Stück. So, ich glaube, das reicht schon, ne? Ja. Genau, so, jetzt geh ich. Und jetzt darfst du Kammerjäger spielen. Uiuiui, bin ich mal gespannt, wie viel wir da runterholen. Ach du grüne Leute. Das werde ich... Schalt die Energie aus. Ja. Energie ausschalten, nicht die Beleuchtung einschalten. Moment, hier, ne? Moment, Boot aus. Ausschalten, komm, ausschalten. Engine powering down. Ja, wir haben nicht mehr viel gehabt. Oh, da hängen sie echt, die nuckeln echt an unserem Boot hier, das gibt's ja wohl nicht. Bevor du da die alle jetzt wegmachst, kannst du auch mal einen scannen. Ich werde mal kurz noch was essen. Das hätte auch noch Zeit. Nee, ich mache mich ganz fit jetzt. Ganz fit mache ich mich jetzt. Und dann ist dein U-Boot leer. Aber du hast ja einen Vorteil. Du bist direkt bei der Basis. 4, 5. So. Hau rein das Zeug. Los. Okay. Ja, ich muss doch meine Selbstheilungskräfte stärken.
Und ich habe noch eine Batterie dabei. Oder Energiezelle. So, jetzt geht die Schlacht fest los. Wo sind die Viecher? Einmal. Nur mit einmal schlagen. Klopse sind nur runter. Du musst sie also richtig killen. Okay. Weil sobald die... Die schwimmen nicht direkt mit... Und vergessert scannen nicht. Ach so. Ja, okay. Ich nehme meinen Scanner. Ja, komm. Was ist denn jetzt? Ach so. Ja, man sollte auch schon die Taste drücken. Ja, ich hab die falsche gedrückt. Hab doch Taste gedrückt. Nur die falsche. Ja, da. Wo bist du denn? Ich habe bestimmt gar kein zweites Mal. Die hupfen gleich immer weg. Ich fuchte hier echt in der Gegend rum. Hau ab. Hau ab. Das ist mein Boot. Geh in dein eigenes Boot. Wir haben keins. Was mach ich hier, Tabalu? Ja, du verschwinde, ich komm sonst. Ich hab gesagt, du sollst wegmachen. Jungs, hau ab, hau ab. Böser Fisch. So, noch ein böser Fisch. Hey, sag mal, spinnst du? Ich krieg die aber kein zweites Mal. Wo hüpfen die denn immer gleich hin? Du meinst hier noch? Hier noch? Hier noch? Hier scheint... Schwimm mal zum, hier ist einer. U-Boot. Jetzt habe ich ihn tot gemacht. Guck mal durch das Fensterglas. Na, sieht gut aus. Oben ist noch einer. Da ist schon wieder einer. Da war aber auch noch einer, ne? Hier irgendwo. Na, das hört sich doch... Warte mal. Ist hier noch einer oder nicht? Und vielleicht von unten nochmal gucken. Nee, ich sehe keinen. Okay, schauen wir noch durchs Fenster kurz. Sieht gut aus, ne? Oh ja. Ja, also ich sehe da jetzt keinen gelben Punkt mehr. Super. Hat das ja was gebracht. Okay. Wenn da oben. U-Boot parken. Herr Stopp, einen habe ich wieder gesehen. Oh nee, nicht ernsthaft jetzt. Und wo? Direkt an deiner Windschutzscheibe. Ja, da klebt er. Ich komme, warte, ich komme zu dir. Mach dich platt. Nein, die falsche Richtung. Ups, komm. Du willst es ja nicht anders. So, jetzt hau ab. Den habe ich, glaube ich, erwischt. Jetzt aber weg hier. Da kommt einer noch zurück. Na, du willst zurück? Geh du fort, du. Hier ist kein... Das ist nicht für dich, das ist mein Boot. So, jetzt gehe ich aber rein. Ich hoffe, das war's jetzt erstmal. Guck mal auf der Schadensanzeige, wenn er oben ja. Richtung Steuerhorn geht. So einer? Nee, das sieht gut aus. So, jetzt aber vorwärts. Achso, Maschine an. Engine. So, und ab die Post. Komm, mach. Ey, ich will fahren. Los, fahr. Da schläft schon wieder einer. Ich glaube, das sehe ich. Geh noch mal kurz raus. Die kriegen jetzt mit auf die Mütze. Ich kann die immer nur einmal schlagen, die Messer. So, der ist, glaube ich, tot. Hoch, Welt. Alles klar? Och nee, du kannst machen, was du willst. Die werden wir nicht wieder los, fürchte ich. Och. Doch. Ich fahre jetzt erstmal darüber.
Mensch, Max, wo warst du denn? Warst du nicht eben schon mal hier? So, Basis ist da. Ja, was machen wir als nächstes? Wir müssten eigentlich jetzt die Tiefendings noch bauen, ne? Das war, wegen hatten wir ja diese ganze Action gemacht. Genau. Das sollten wir vielleicht nochmal machen. Ich warte mal, ich glaube, ich kann auch, es muss runter. Ich muss sogar runter. Oh, das war zu tief. Ja, schon verstanden. Ich gehe schon wieder höher. So, okay. Bin mal etwas näher ran. So, ein bisschen tiefer. Kann ich noch nach unten oder? Kamera. Sieht gut aus. Ein Stück tiefer. So müsste es gehen. Halt, bleib stehen. Okay. Verlassen. Achso, ich wollte nur mal wegen der Anzeige gucken. 9% haben wir noch. Oh, das habe ich gehupelt. So scheiße. Ich wollte nicht auf die Hupe drücken. Ja, hier ist es egal. Wie viel haben wir denn da? 2, 4, 5, 6 oder so. Mach dich jetzt noch mal ab. Messer und raus. Messer, wo ist das Messer? Warum ist denn das so heiß? Ich bin da extra weiter weg. Ach, da ist der. Mach das so von meinem Boot weg. Ich kann den gar nicht, warte mal. So. Den habe ich auch getötet. Der ist, glaube ich, auch tot. Jo, wenn die so gelb sind, sind die, glaube ich, immer tot, ne? Nein. Ich? Hier ist nichts mehr. Da oben. Nee. Der sieht aber tot aus, der bewegt sich nicht. Sieht gut aus. Kurz mal rein. Halt, geh rein. Geh rein! Mensch, was säufst du hier noch? Von deinem Boot. Okay. Das heißt, wir brauchen die Materialien für drüben, ne? Um das Tiefmodul zu bauen. Und das Maschineneffizienzmodul weiß ich jetzt gar nicht. Hatten wir noch? Nö, das müssen wir erst dann oben bauen. Ja. Wieder. Okay, das heißt, wir machen jetzt noch das Maschineneffizienzmodul. Nee, nö, Quatsch, das können wir ja, wie gesagt, erst bauen, wenn wir bei der Basis um sind. Wir können jetzt nur die Upgrades für die Tiefen-Upgrades für Zyklop und Krebs genau, machen. Genau, wir brauchen Plaststahl und wir brauchen. Nein! Was? Das ist eins. Ach, das haben wir ja oben. Ja gut, das müssen wir oben machen, ne? Das heißt, ich nehme jetzt mal. Was brauche ich denn für Materialien? Kyanid. Kyanid. Stimmt, Kyanid. Was ist denn mein Kyanid? Ganz einfach, im Krebs. Muss ich den wieder absenken, ne? Ja. Okay. Wir legen den Krebs hupfen. Oh, bleiben wir halt hier stehen. Hauptsache, wir finden ihn wieder. Oh, guck mal. Wieso, du kannst ihn doch mal ganz... Kannst doch mal Richtung, Bad. Nö, will ich nicht. Guck mal, was hier alles liegt. Ach genau, wo du gestorben bist. Unmengen. Ja, bei mich ja auch schon. Komm, komm. Oh, meine Güte. Das ist ja viel Material. Ja, das ist das, was du alles im Inventar hattest, als du draufgegangen. Das ist... Nee, das war nur ein großer. Den nehme ich auch gleich mit. Den auch. So, halt. Ist das auch noch einer? Jo, auch noch einer. Okay, dann muss ich jetzt... Was wollte ich denn jetzt machen? Ich bin wieder abgelenkt. Mit dem Krebs Richtung Basis.
Okay. Ach ja, wir können das ja ins Tauchdock hängen. Stimmt. Das machen wir jetzt mal. Hab ich noch was, was ich mitnehmen kann? Nö, ist jetzt erstmal genug. Ups. Ja, komm, komm. So, bleib stehen. Wir mussten die Sachen rausnehmen, soweit ich mich erinnere. Ja, du musst aber erstmal dein Inventar leer machen. Ja, ein bisschen kann ich noch reintun. Ja. Ja, lass das Kupfer da. Nimm nur das Kyanid mit. Pack mal so um. Quatsch, wieso geht er denn jetzt? Drück doch auf Kupfererz. Was ist das denn? Scheint ein Fehler zu sein. Ach nee, der schiebt das so nach hinten. Oh. So, wir nehmen das Kyanid mit. Gold und Lithium brauchen wir nicht, ne? Oder Kupfererz meine ich. Erstmal gerade nicht. Okay. Gut, dann. So, jetzt stopp. Jetzt nimmst du das Tiefen-Upgrade-Modul raus. Und, ach ja, das brauchen wir. Aber noch nicht. Mach den Stopp. Langsam aber jetzt. Sobald du das hast, springst du direkt wieder in den Krebs rein und zündest die Düsen, dass du oben andockst. Wegen Schaden. Verstanden. Okay, das war das. Ja, passt. Und raus. Rein. Und hoch. So. Angedockt. Super. Jetzt geht er nicht kaputt, meinst du? Ja. Gut. Okay, tiefer Upgrade. Das war am dem hier, ne? Nee, an dem noch Koffer. Koffer. Ah ja, Quatsch da. Nee. Doch. Bei dem Zyklop, Krebs. Fehlt jetzt noch 5-mal Titan. Genau. Mal Titan holen. Ja, ich weiß nicht, ob du hier was in der Basis hast. Könnte sein, dass ich nichts habe. Warte mal, ich habe hier überhaupt nichts. Aber ich habe doch hier eine Treppe. Was habe ich eigentlich unten hin? Hier ist nur Energie. Warte mal, vielleicht ist hier doch was. Nee, das waren nur die anderen Teile. Da war nichts, weil... Da ist er. Oder du baust die Schränke gerade ab. Ja, warte mal, der war leer, ne? Ja, ich glaube, das mache ich jetzt einfach. Wo ist denn... Wo habe ich den denn jetzt? Oh. Ach, den hat man ja aus dem, aus der rausgetan. Ich soll das wirklich da lassen. Das war im U-Boot, ne? Ja. Und da hinten hin. Wow, ohne Heiß? Oh, ich wollte gerade sagen, ohne Heiß, ne? Hier meine ich. Nein. Lithium, nein. Oben? Oben. Moment, hier. Nee. Wo hab ich denn das? Jetzt muss ich echt jeden Schrank durchgucken. Ich weiß, dass wir das in einen der Schränke getan haben. So viel weiß ich noch. Er ist leer. Und wie ist denn da Blei? Ja? Nee. Gibt's doch gar nicht. Nochmal? Nee, das waren nur die Proben. Das ist doch Gold. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Wir haben doch das Ding hier. Haben wir das blöde Ding jetzt verloren? Eigentlich nicht. Aber ich hab den nicht. Den hat's in irgendeinen Schrank reingetan. Guck nochmal durch, aber... Hier ist alles, das hat man doch aufgeräumt. Extra deswegen. Oder hat sie den in der Basis in dem Schrank Energie reingetan? Das könnte noch sein, das gucke ich gleich nochmal dann. Nickel... Uranit. Moment, Uranit, ja.
Proben. Mit normal. Nö, da ist nichts. Okay, da muss der oben sein. Den hatten wir nicht mitgenommen. Und hier raus. So, pack das mal weg. Da ist er. Da ist er. Okay, so. Jetzt machen wir die... Warte mal, das war das Reparaturding. Okay. Den einen Titan kannst du auch noch raus. Moment, Titan? Den hier? Okay. Ja. Gut. Stopp. Machen wir den Schrank wieder auf. Ja. Das Wasser schmeißt er raus. Die violette Platte schmeißt er raus. Die zwei Batterien schmeißt er raus. Beziehungsweise Energiezellen. So, jetzt hast du genügend Platz für die Schränke abzubauen. Okay. Der war leer, ne? Ja, gut. 5. Und Dekonstruktion. So. Der war auch leer. Jetzt hast du deine 5. Ja, mach den auch gleich weg. So. Jetzt machen wir, Moment. Da. Nee. Den Klotz brauchen wir. Wo ist der Klotz? Eine Leiter hoch. Ja. Richtung Scannerraum und dann vorm Scannerraum rechts. Ja. Das sieht komisch aus. Ach nee, das ist nur der Arm. Okay. So, das war der Klotz hier, ne? Ja, da haben wir es doch schon. Ja, super. Tiefen-Upgrade Stufe 2. Okay. So, gleich einbauen, dass wir... Jetzt können wir auf 1700. Komme ich wieder nicht ran, ne? Warte mal, andere Seite. Einsteigen, abtauchen, einsetzen, reparieren. Ja. Doof, dass das nicht geht. Es knatscht, es knatscht. Jo, jetzt ist genug geknatscht. Wie sind dann deine Zellen eigentlich hier? Die sind voll. Gut, super. Dann hängen wir dich trotzdem gleich wieder oben rein. Stopp, halt. Stopp, was, stopp, was, stopp. Was? Ich wollte dir nur einhängen. Reparieren. Hm? Was? Noch? Reparatur. Oh, ja. Moment, Moment, Moment. Geht sofort los. Reparatur. Dort können wir den nehmen. 2. Oh ja. Oh, sieht gut aus. Ne, haben wir alles. So, jetzt kann ich aber hoch, ne? Ja. Das, die sind gemein, diese Stromdiebe. Ah, Max, die sind echt nicht lustig. Das fand ich gar nicht so toll mit den Stromdieben. Weil die können ja doch schon das die Energie weglutschen. So. Oh ja. Ja, ich denke, heute, jetzt haben wir 22 Uhr, Leute. Morgen müsst ihr wahrscheinlich alle wieder arbeiten, ne? Ich auf alle Fälle, ja, leider. Das dachte ich mir. Ich werde jetzt noch eine Dings essen. Hier mal ganz schnell so. Ham, ham, ham. Lecker, lecker. Kartoffelchen und noch Kartoffelchen. So. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Kartoffel? Kartoffel? Oh, heute gibt's Kartoffeln satt. So. Und hoffe, es hat trotz allem Spaß gemacht. Ups, ja, macht nix. Ich bin immer noch nicht heile. Ich muss unbedingt... Haben wir hier Medikit-Dings? Haben wir nicht, ne? Ich glaube, wir sollten unbedingt ein Medikit bauen. Weiß nur gerade nicht, ob wir das Material haben.
Sonst machen wir das beim nächsten Mal als erstes. Wassergewebe fehlt, ne? Ja, dieses Medikit-Geschrank. Warte mal, wo ist denn der Medikit-Schrank jetzt? Also, ich sag trotzdem schon mal Tschüss und wünsche euch noch einen schönen guten Abend. Und, Moment, wo sind meine Ansagen? Und hoffe, ihr macht noch einen kleinen Daumen nach oben. Das würde mir wäre toll. Und ja, also bis in 2 Tagen, beziehungsweise morgen dann wieder bei Heiko und mir in Fallout 76. Und vielleicht kommt der ein oder andere ja mit seinem etwas gleichen Level noch dazu. Und Max vielleicht mit einem. Ja, das ist das Problem. Das kriegst du ja erst nur oben, ne? Das Fasergewebe. Ja, das krieg ich oben, genau. Ja. Also, Max, besorg dir bitte ein Mikro. Das muss gar nicht toll sein. Da können wir nämlich voll ausfielen. Okay. Ich sag Tschüss und mach den Stream aus. Also, bis denn.